Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht vom 29.08.2020 und damit auch zu einer neuen Ausgabe meiner Gesprächsreihe auf ein Weinglas mit. Und in diesem Fall freue ich mich, euch Stephen McAuley vorzustellen, seines Zeichens Sommelier und hochdekorierter Sommelier, um es ganz genau zu sagen, und auch ein ehemaliger Kurskollege vor meinem Diploma-Lehrgang in Geisenheim. Ja, Stephen ist wie gesagt Sommelier und wir verkosten auch gemeinsam einen Wein aus seinem Sortiment und wie ihr dann feststellen werdet in dem Gespräch, was zugegebenermaßen wieder etwas länger geworden ist, könnt ihr feststellen, die Sommeliers haben eine ganz eigene Sprache, Weine zu beschreiben. Ich fand es sehr interessant und angenehm, sich mit ihm über diesen Wein eben auszutauschen und da merkt er eben auch, dass die Ausrichtung des Sommeliers durchaus sehr stark fokussiert ist auf die Präsentation von Weinen, was mir jetzt in dieser, ich sag's jetzt mal, blumigen oder schönen Art und Weise Weine zu beschreiben, sicherlich so vielleicht an dieser Stelle hier oftmals nicht so gelungen ist. Ansonsten möchte ich noch euch gleich von meinem Urlaub auf Zypern erinnern. Ich melde mich quasi jetzt mit dieser Folge auch aus dem Sommerurlaub zurück. Ich bin mit meiner Familie trotz Corona nach Zypern geflogen, das ja sehr gut durch die Krise bisher gekommen ist. Das Aufregendste war eigentlich der Hin- und Rückflug dorthin. Waren auch sehr gespannt, wie das mit den Abläufen am Flughafen und im Flieger dann eben ist. Aber dort haben wir natürlich uns dann auch auf den Weg gemacht, ein Weingut zu besuchen und dazu möchte ich euch dann noch ein paar Takte gleich erzählen. Ansonsten ist diese Ausgabe ja der Übergang von den 29 einführenden Episoden meines Podcasts und mit der nächsten Folge starten wir dann in den nächsten großen Themenblock. Wein aus dem deutschsprachigen Kulturkreis. Ich bin ja auch ständig dabei, zu versuchen, euer Erlebnis mit Weinverstehen leicht gemacht auszubauen, zu verbessern und auf eure Tipps einzugehen. Ich habe mich jetzt entschieden, eine neue Kommunikationsplattform auszuprobieren, weil ehrlich gesagt das mit dem Forum auf meiner Seite nicht ganz so gut geklappt hat. Die Annahme oder die Teilnahme dort ist doch überschaubar, um ehrlich zu sein, macht aber auch nichts. Das heißt für mich einfach, es war nicht das probate Mittel, um mit euch unkompliziert und regelmäßig und spontan in Kontakt treten zu können. Deswegen hatte ich mich gefreut, von einem neuen Anbieter eine Werbe-E-Mail zu erhalten, und zwar von der Plattform Throne. Throne ist eine Kommunikationsplattform, eine Chat-Plattform, die explizit dafür eingerichtet worden ist, Podcastern zu ermöglichen, mit ihren Hörern in Kontakt zu treten. Das ist im Prinzip ein Geschäftsmodell. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich das quasi hinter einer Paywall einrichte, aber bis auf Weiteres wird das zunächst jetzt mal kostenlos sein, weil ich einfach so viel wie möglich von euch jetzt erstmal zum Teilnehmen bewegen möchte. Wer Interesse daran hat, in meiner Chatgruppe auf der Throne-Plattform teilzunehmen, der möge sich bei mir auf einer der Social-Media-Kanäle oder per E-Mail oder Anruf oder wie auch immer per E-Mail bei mir melden, dann schicke ich ihm den Registrierungslink zu. Das ist dann auch relativ einfach zu installieren. Im Grunde handelt es sich dabei einfach um eine App auf eurem Smartphone, wo wir uns dann ganz normal unterhalten können, wie man es von anderen Chatprogrammen auch kennt. Dann wird es noch eine weitere Neuerung geben, und zwar habe ich ja für meine beiden Homepages, also weinpodcast.de und online-weinkurs.de,
eine eigene Facebook-Seite, die quasi das Spiegelbild des Geschäfts darstellt. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Ausrichtung der Seite ein bisschen anders läuft. Ich möchte euch in Zukunft jetzt eben auch eine gemeinsame Facebook-Gruppe anbieten, die dann auch heißen wird Weinverstehen leicht gemacht. Und dort möchte ich dann euch, liebe Podcast-Hörer, zusammenführen mit meinen Schülern, in Anführungszeichen, von meinen Online-Weinkursen, so dass das in Zukunft die gemeinsame Plattform oder Facebook-Gruppe werden wird, wo alle WVLG-Hörer, Fans, Schüler, Follower, wie man euch auch immer benennen mag, dort gemeinsam ansprechen, austauschen und auch über die neuesten News und Angebote euch informieren könnt. Ja, bevor wir jetzt mit dem Interview mit Steven anfangen, wie versprochen zunächst der kurze Reisebericht meines Zypernurlaubs, wo wir eben ein Weingut besucht haben. Ihr findet einen ausführlichen schriftlichen Reisebericht noch auf meiner Seite weinpodcast.de mit ein paar Bildern des Weingutsbesuchs, aber ganz kurz an dieser Stelle eben noch ein paar Vorabinfos. Wir haben uns einquartiert in einer kleinen Ferienwohnung in der Nähe der russischen Hauptstadt auf Zypern, Limassol oder Limassolopol oder Limassolograd, wie die Russen, die sich dort konzentriert niederlassen, dieses Städtchen nennen, und haben uns dann eben auf den kurvigen Weg gemacht in das kleine Örtchen Farmakas, wo die Winery Santa Irene anzutreffen ist, und dort hatte ich dann quasi eine Privataudienz mit dem Winemaker Evangelos Bakalexis. Der hat mich dann zunächst durch den Keller etwas geführt und wir sind dann sogar noch in die Weinberge gefahren, wo er mir eben seine Rebanlagen gezeigt hat. Und was ich eben besonders spannend fand und deswegen auch diesen Reisebericht erstelle, war die Tatsache, dass Santa Irene eines der wenigen, wenn nicht gar das einzige Weingut ist, was eben auch auf Zypern Amphorenweine macht. Das wurde erst anfangs etwas beiläufig erwähnt, aber wir haben uns dann die Amphoren eben angeschaut und dann auch die entsprechenden Weine probiert. In nächster Zukunft wird es dann einen roten, reinen Amphorenwein geben, und im Augenblick machen Evangelos und seine Mitarbeiter nur einen Weißwein aus Zinisteri, die wichtigste weiße Rebsorte auf Zypern, eine Cuvée, wo 10% Amphorenweine mit drin sind, aber dieser Wein hat sehr überrascht und überzeugt durch seine Komplexität und seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Leider Gottes sind die Weine von Santa Irene bei uns in Deutschland noch nicht ohne weiteres zu erhalten. Aber wenn ihr auf Zypern seid oder auch mal auf der Suche nach einer Destination für einen Urlaub seid, dann fasst vielleicht Zypern mal in nähere Auswahl. Ist auch für Weininteressierte durchaus vielleicht ein Hidden Gem im Mittelmeer. Das Traurige ist beispielsweise, was mir Evangelos erzählt hat, dass Zypern gezwungen war von der EU, als sie in die EU aufgenommen worden sind, einen Großteil der Rebbestände zu roden, damit es nicht zu einer weiteren Überproduktion in der EU kommt. Natürlich ein ziemlicher Treppenwitz, weil die Gesamtproduktionsmenge Zypern im Vergleich mit Frankreich, Italien oder Spanien natürlich minimal ist. Der negative Haupteffekt war aber, dass viele alte Rebsorten fast vom Aussterben bedroht sind und alte Techniken damit auch verloren gegangen sind und somit auch die EU mal wieder hier an dieser Stelle sich selber einen Bärendienst erwiesen hat. Ja, wenn ihr ein paar Bilder anschauen wollt und ein paar nähere Informationen zu meinem kleinen Ausflug auf das Weingut Santa Irene, schaut auf meiner Seite weinpodcast.de vorbei und lest euch den Blog-Eintrag durch und lasst mich natürlich dann auch wissen, wie ihr meinen Reisebericht dazu fandet und ob er vielleicht euch auch inspiriert, diese schöne und vor allem im Sommer sehr heiße und steinige Insel
mit tollen Stränden und warmen Meer zu besuchen. Ja, dann kommen wir auch schon zu dem Interview mit meinem Gesprächspartner Stephen McAuley. Und wie üblich stellt sich mein Gesprächspartner zunächst mal erst selber vor. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo, ich bin Stephen McAuley. Ich bin freiberuflicher Sommelier mit eigenen Vinothek und Weinhandel. Ich bin auch Dozent an der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz und arbeite seit ungefähr 20 Jahren in der Weinbranche. Mhm. Und du hast aber nicht direkt jetzt in der Weinbranche angefangen. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren in Geisenheim kennengelernt. Du bist ja genau wie ich eigentlich auch ein Quereinsteiger in die Weinwelt, ne? Das ist richtig. Ich insgesamt habe ich 4 Berufe gelernt, 3 ausgeübt. Also ich bin nach Deutschland mit der britischen Rheinarmee gekommen. Mhm. Das waren die 80er Jahre. Und dann nach ein paar Jahren habe ich die Armee verlassen, war dann hauptsächlich tätig in der Finanzbranche, mit der Zielgruppe Raumfahrtsbranche und habe mehr oder weniger zwischen Noordwijk in Holland und Darmstadt gependelt. Aha. Und habe meine Kunden aufgebaut. Das war hauptsächlich Beratung zu Investmentfonds. Mhm. Und das heißt, du warst da in Darmstadt bei dem ESOC oder wie das? Bei ESOC, genau. Mhm. ESOC und UMEDSAT, das ist eine andere in Darmstadt, das sind die Wetterleute. Mhm. Die 2 Zentren in Darmstadt und in Noordwijk gibt es die STEC, das ist die größte Raumfahrtszentrum in Europa, über 2000 Mitarbeiter. Und das war sehr effektiv. Ich bin alle 3 Wochen die ganze Woche unterwegs und hatte so 50 Termine, aber der Rest der Zeit war ich zu Hause. Und wenn du in einem Zentrum bist, dann gehst du von einem Büro zum anderen. Das war sehr angenehm. Und irgendwann war dir das dann im wahrsten Sinne des Wortes zu trocken wahrscheinlich. Ja, das ist interessant. Ich habe in dieser Zeit überhaupt kein Alkohol getrunken. Mhm. Und wir waren immer in der gleichen Hotel in Darmstadt und in Holland. Und in Darmstadt hat die Chefin, wir kannten die ganze Mannschaft, irgendeinen Abend sagte die Chefin, oh, wir haben einen ganz tollen Wein da zum Essen. Und ich habe gesagt, wir trinken keinen Alkohol. Mhm. Nee, müssen Sie probieren. Haben wir gemacht und dann haben wir gesagt, ja, also da ist was. Und kurz danach waren wir in Burgund. Es war keine geplante Weinreise, es war einfach eine Frankreichreise. Mhm. Und wir waren in der Stadt Nuit-Saint-Georges, wie du natürlich weißt, großes Kino für Wein ist. Ja, absolut. Aber was ich da gesucht habe, hatte nur mit Wein zu tun, dass ein Plakat da ist, weil eine Flasche Wein wurde tatsächlich ins All gebracht und ich wollte einfach dieses Plakat fotografieren. Damals also eine Weinflasche wurde mit einer Rakete ins All geschossen. Okay. Genau, mit einer Ariane-Rakete ist eine Flasche Wein ins All. Nicht Ariane. Das war auf der Shuttle, Mhm. Das wollte ich fotografieren und was wollte ich sehen. Und haben wir gefunden, haben wir gemacht, waren happy. Und dann habe ich ein Weingut gesehen. Dann habe ich gesagt, ach komm, wir kaufen jetzt 3 Flaschen Wein. 2 habe ich verschenkt, eine an meinen besten Freund, der damals die Weinkarte rauf und runter getestet hat, wenn wir essen gehen. Ich habe meine Spezi getrunken und heute kauft er nichts, bevor er mit mir spricht. So ändert sich das, gell? Und die Space Bottle, die war aus dem Burgund. Also das war von einem. Die war auch aus Nuit-Saint-Georges und das war echt ein kleiner Highlight. Und als wir dann zurück in Deutschland waren nach der Urlaub, es war irgendwie eine Zeit, wo ich meine Hobbys irgendwie strukturieren musste, weil ich habe gemerkt, 2 kannst du haben, 3 geht nicht, 4 vergiss es. Ja. Und es stand zur Debatte Dudelsack spielen. Okay. Fliegen, also nicht was du machst, aber Cessna und so weiter. Ja. Golf oder Wein. Mhm. Ja, ist jetzt eigentlich eine relativ lukrative Auswahl, ne? Ja, bei Golf schöne und Sachen dabei. Dann habe ich tatsächlich angefangen im Keller. Ich habe für 2 Euro diese
blöden Plastikregale aus dem Baumarkt geholt und war stolz wie Oscar, dass ich, oh, jetzt habe ich 20 Flaschen und so und so viel Weiß und Deutschland hier und Chili da. Ja. Und das war mein ganzer Stolz. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist es irgendwie eine komische Zeit. Aber es war eine gute, war eine nette Anfang. Ja, aber das ich wusste ich jetzt so detailliert auch nicht, obwohl wir ja in Geisenheim die einen oder anderen Abend da verbracht haben. Ja. Aber das finde ich jetzt schön, weil als ich das Interview mit Alper über Champagner gemacht habe, ich glaube, das war die Episode 7, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der hat Ähnliches erzählt. Der hat nämlich auch kaum Alkohol getrunken und bei ihm war es die Südafrika-Reise. Wo er eine Flasche mal dann oder einen Wein dann doch probiert hat. Und für ihn war das dann auch so ein Eye-Opener. Und das, finde ich, spricht grundsätzlich mal für das Besondere des Getränkes Weines, dass es eben möglich ist, auch, ich sage jetzt mal, totale Abstinenzler, wie es du damals warst, halt von heute auf morgen dafür zu begeistern. Also ich finde, das spricht einfach für die, für das Besondere, ich habe es damals fast göttlich, obwohl ich ja eigentlich Atheist bin, aber schon eine gewisse Spiritualität in dem Getränk ist schon drin, weil sonst wird es, glaube ich, nicht funktionieren, dass, dass Leute vom Fleck weg so überzeugt werden und dann auch sich so tief in das Thema reinbohren, wie es wir alle gemacht haben eigentlich. Schon besonders, finde ich. Also ich finde auch, es ist, also eigentlich hatte ich zwei Punkte. Der erste war diese Begegnung, wo ich überhaupt angefangen habe, Wein zu trinken. Das zweite war dann die Finanzkrise. Ja. Ich war happy mit meiner Vorgehensweise in der Finanzbranche, weil ich habe nicht auf Provision, die Provisionsvermittlung gearbeitet. Ich habe auf Honorarbasis gearbeitet. Das war ganz einfach. Ich den Kunden gesagt habe, pass mal auf, also wenn du mit einem normalen Berater sprichst, wenn du noch nicht unterschrieben hast, bist du höchste Priorität. Sobald du unterschrieben hast, bist du schon in die Kiste und der ist irgendwo anders. Und ich mache das anders. Ich kriege 1% von das, was du investierst, jedes Jahr. Und es gibt keine Provision. Und das heißt, der andere sucht immer neue Kunden und ich sitze hier und sorge dafür, dass das System funktioniert. Weil solange das System für dich funktioniert, bleibst du drin und dann kriege ich Geld. Und das ist gesund. Und dann kam die Finanzkrise und meine Leute hatten wirklich 30% Minus oder so. Und dann spreche ich mit anderen Kollegen und die sagen, wow, das ist fantastisch, wir haben 70% Minus. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich tatsächlich eine Flasche Champagner nehmen soll und mit zum Kunden gehen und 30% Minus feiern soll. Und ich habe echt gedacht, es ist egal, was du machst, irgendjemand anders um die Ecke vermasselt es. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt Wein. Du kannst meine E-Klasse haben, du kannst mein Haus haben, meine Flaschen kannst du nicht haben. Und die E-Klasse ist schon längst weg. Ich vermisse den aber nicht. Das Haus habe ich doch behalten können. Und heute bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich umgestellt habe. Ich bin viel, viel glücklicher mit meiner täglichen Arbeit. Mhm. Und ich muss auch sagen, es ist tatsächlich so, dass ich heute immer noch nur Wein trinke. Also ich trinke so gut wie keine Spirituosen, ab und zu mal einen Whisky wegen der Aromatik und so. Oder wenn ich mit einem Whisky-Liebhaber bin oder so. Das war für mich auch in der Sommeliersprüfung, war es ein Riesenproblem. Weil als wir diese ganzen unter allgemeine Getränkekunden, hast du alle möglichen Sachen, Wasser, Tee, Kaffee, Bier und so weiter. Ja. Und darunter auch die ganzen Spirituosen. Und mit diesen Produkten habe ich niemals gearbeitet. Und ich habe Und du musst eine Blindprobe Spirituosen machen und so weiter. Mm. Und ich musste mit der Eisenstange musste ich mich da durchprügeln. Und zum Glück ist es gelungen. Aber das war irgendwie ein bisschen komisch. Bevor wir auf das Thema, zentrale Thema Sommelier kommen, was machst du jetzt beruflich konkret in der Weinwelt? Also, ich bin Dozent an der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz. Mhm. Das heißt, ich helfe auch mit anderen Dozenten, neue Sommeliers auszubilden, junge Leute. Mhm. Wie läuft es jetzt in der Corona-Krise? Also, werden Kurse noch gestartet? Kann man sich da noch anmelden? Oder wie schaut eure Lösung aus für die besondere Zeit? Es ist natürlich so, dass das klassische Weinschule, wie auch du und ich uns kennengelernt haben, ist der Präsenzunterricht. Das ist im Moment nicht möglich.
Ich bin einer der wenigen Dozenten in Koblenz, die über das VC, Virtual Classroom, unterrichten. Das heißt, die Weinschüler loggen sich ein in den Server in Koblenz und ich sitze im Homeoffice hier und moderiere das Ganze. Es ist natürlich besser, als wenn man sich nicht sieht, aber es ist natürlich kein Ersatz für Präsenzunterricht. Ja. Vor allen Dingen Weinverkostung ist damit natürlich sehr, sehr schwierig. Im Moment läuft gar nichts. Die ganzen Kurse sind alle abgesagt, so genauso wie meine Events und so weiter. Aber ja, wir können nur hoffen, dass es irgendwann mal zu Restart kommt. Okay. Was läuft, ist meine Telefonkontakte mit meinen Stammkunden. Die warten auf mich, dass ich 2, 3, 4 Mal im Jahr mich melde mit neuen Angebote. Die sitzen sowieso jetzt zu Hause und das läuft sehr gut. Für deinen eigenen Weinvertrieb, ne? Für meinen eigenen Weinvertrieb. Und mit den Finanzen habe ich immer noch, ich sag mal, die Hälfte von das, was es an der höchsten Punkt war. Von daher läuft das auch weiter. Ja, ich habe tatsächlich eine neue Vinothek in Gerolstein, den ich Anfang April eröffnen wollte. Ist das derselbe Ort, wo das Wasser auch herkommt? Es ist in Gerolstein, es ist, das Hotel heißt Hotel Löwenstein. Aha. Und es kommen zusammen, also das Hotel, ein Restaurant mit einem ehemaligen Sternekoch und ich als Sommelier in die Vinothek. Und mit diesem Konstrukt wollen wir in die Zukunft gehen. Ich möchte da Wine-Events machen, ein Weinbar für abends, dass die Leute da einen Bezug zu Wein haben. Gerolstein ist die größte Stadt in der Region, ist natürlich der Zuhause von Gerolsteiner Wasser, liegt direkt am Eifelsteig. Aber ich habe auch sehr viele Senioren da in Gerolstein und ich will da gucken, dass ich einen Seniorentreff arrangieren kann, dass jeden Tag die Leute kommen können zu Kaffee und Kuchen und vielleicht der ein oder andere Senioren-Event. Und natürlich will ich Wein verkaufen, natürlich will ich Kaffee und Kuchen verkaufen, aber wenn man das auch so verbinden kann, dass die Leute so einen zentralen Punkt haben, wo sie wirklich Lust haben, dahin zu gehen, ist es in Ordnung. Was Kaffee und Kuchen angeht, habe ich nicht einen direkten Bezug zu Wein mit den Leuten, aber die haben alle Töchter und Söhne und Nachbarn. Und wenn die sehen, dass alles nett und in Ordnung ist, dann wird sich das ein bisschen rumsprechen, denke ich mal. Ja, Mundpropaganda ist meistens die beste Werbung und auch die günstigste. Vielleicht zu deinem Laden noch mal kurz. Nach welchen Kriterien trifft man denn da die Auswahl, was ins Sortiment kommt? Ist das der eigene Gusto? Ist das, verlässt du dich selber auf Urteile von anderen oder sind es einfach langjährige Geschäftsbeziehungen zu den Herstellern oder Importeuren? Wie muss man sich das vorstellen, wie so ein Sortiment zustande kommt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. In meinen ersten Tagen, wo ich unterwegs war, hat es mich immer wieder erstaunt, dass ich von einem Kollege zum anderen gehe und die gleiche Weine finden. Und vor allen Dingen, es waren alles nur große Namen. Und ich hatte das Gefühl, die Sommeliers, die interessieren sich nur dann für ein Weingut, wenn er schon groß ist und bekannt. Ja. Ich habe für mich gedacht, okay, man will ein bisschen was verkaufen, aber ich habe mich immer als Berater gesehen und nicht als Verkäufer. Und ich habe ganz ehrlich für mich entschieden, kein Mensch braucht mich, um diese Weine zu finden. Die sind schon überall. Und dann habe ich mich darauf konzentriert, kleinere Weingüter zu finden, also familiengeführte. Natürlich, wenn ich in bestimmte Regionen unterwegs bin, dann suche ich bestimmte Rebsorten. Wenn du in Burgenland in Österreich unterwegs bist, dann suchst du nach einem guten Blaufränkisch von irgendwo. Wenn du in der Weinstadt bist, dann willst du Grüner Veltliner. Wenn du in der Mosel bist, suchst du Riesling und so weiter. Aber immer, ich sag mal, Hidden Champions. Also Leute, wo du sagst, die haben so einen tollen Philosophie, die arbeiten bis zum geht nicht mehr und deren Weine, die sind, die kosten vielleicht ein Fünftel von anderen, aber die sind nicht fünfmal schlechter. Mhm. Und das macht mir richtig Spaß, vielleicht wegen meinem schottischen Hintergrund. Zum Beispiel, ich habe einen Schaumwein aus Brasilien. Das ist gemacht mit der gleichen Rebsorten wie der Champagner. Mhm. So, und es gibt mir nichts besser, wenn einer meint, er wusste schon alles und der ist nur am Prahlen und dies und das und Champagner hier und da. Dann gebe ich ihm das und frage ihn, was er davon hält und wo der herkommt. Und dann hörst du, oh,
tolle Champagner und bla und überhaupt. Und dann muss ich ihm sagen, ja, tut mir leid, aber der kommt aus Brasilien. Ja. Und der kostet 15,50 Euro oder sowas und nicht 45 Euro. Also und hast du jetzt viele Sachen angesprochen, die ich nur unterschreiben kann. Also zum einen ist es eine Aussage, die damals mein Mentor da schon immer getätigt hat. Der sagte, die Weinwelt ist voll mit Egomanen und ja, Egozentrikern. Ja. Und wir haben es ja im Kurs auch zum Teil kennengelernt. Da trifft man natürlich immer auf ziemliche Experten oder Freaks und die werden dann zum Teil auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und jeder meint, er kennt sich am besten aus, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass ich kenne keinen, der nicht jedes Jahr was Neues dazulernt. Und das Wissen nimmt er auch jedes Jahr zu, deswegen glaube ich, ist der Anspruch schon allein, alles zu glauben zu kennen, schon irgendwo vermessen. Ja, das andere ist, was du gesagt hast, mit der Weinbeschreibung, dass man kein Sommelier braucht, da kommen wir jetzt gleich nochmal detaillierter drauf zu sprechen. Mhm. Aber der Dreh- und Angelpunkt, das Hauptaugenmerk meiner ganzen Podcast-Reihe ist ja eigentlich, den Leuten, die jetzt mit Wein erst anfangen, sich auseinanderzusetzen, ein bisschen die Angst auch zu nehmen, die halt vor der Sprache, die in der Weinwelt verwendet wird. Weil ganz ehrlich, für mich sind auch heute noch viele Weinbeschreibungen nichts als ungebräuchlich und sperrig, ein bisschen abgehoben in der Sprache. Und damit öffnet man natürlich einem breiteren Publikum die Weinwelt eigentlich nicht, sondern erreicht meiner Meinung nach eher das Gegenteil. Man verschreckt die Leute und die haben immer das Gefühl, sie müssen erst sich in Wein auskennen, bevor sie beurteilen können, was guter Wein ist oder was ihnen gefälligst zu schmecken hat. Und das sehe ich ziemlich kritisch und versuche eben deswegen auch mit meinem Podcast dazu beizutragen, dass die Leute zum einen diese Aussagen besser einordnen können, verstehen können vielleicht auch, aber eben auch ein bisschen mit mehr Bodenhaftung zu dem Wein zu führen. Und das Dritte ist, hast auch eigentlich ein Bullseye gemacht, meiner Meinung nach, ist eben genau das, wo es meiner Meinung nach im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel, oft fehlt, ist einfach die Beratung des Kunden und ihm einen Wein anzubieten, der einfach für seinen Geldbeutel ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und zu dem Anlass, wo er ihn trinken möchte, einfach passt. Ja. Und das findet so gut wie gar nicht statt, ja. Und das ist einfach das Problem, dass Wein ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und deswegen braucht es so Leute wie dich dann eben auch. Es ist tatsächlich so, glaube ich, dass wenn der Kunde vor dem Weinregal steht, dann ist er irgendwie ein bisschen wie Oliver Kahn vorm Elfmeter. Also der ist wirklich überwältigt. Die Branche hat auch nicht geholfen. Also Weinbeschreibung ignoriere ich total. Das interessiert mich nicht, was irgendjemand anders über einen Wein meint. Ich muss den Wein probieren, ich muss den gut finden. Genauso mit Punkte und Medaillen, die spielen für mich überhaupt keine Rolle. Mhm. Und ich sage immer, das Erste, was ich immer Leute sagen, ob das Weinschule auf ihren ersten Schritten oder ob das einfach im privaten Bereich ist, du sollst einfach den Wein trinken, was dir schmeckt. Und wenn ein Wein für 3 Euro aus der LEH dir schmeckt, warum sollst du 30 ausgeben? Ja. Dann sei froh damit. Aber erinnere dich bitte nur an eins, das ist keine Weinqualität, das ist Geschmack und Geschmack ist in Ordnung. Und ich finde, als Branche haben wir wirklich die Chance verpasst über die Jahre. Gerade die Sommeliers haben immer wieder die Leute gesagt, was, du trinkst Wein mit Restzucker? Nein, du musst hier trocken, das musst du trinken und dies musst du trinken. Das ist genauso bekloppt, als wenn ich zu jemandem sage, welche Schuhgröße hast du? Warte, 41? Nee, warte, hier, ich habe 38, das wäre viel besser für dich, ne? Ja. Und immer wieder verstehe ich nicht, warum die Leute immer nach irgendwelche Kriterien sich dranhängen, die völlig subjektiv sind und bei jedem anders ist. Wir können uns erwünschen, ein objektives Raster für die Weinwelt. Die gibt es aber nicht.
Und wir brauchen uns nicht einzubilden, dass wir das Wichtige sind. Das Wichtige ist und bleibt und immer wird der Wein. Selbst du weißt selber, Flo, wenn du kannst einen Wein im Keller haben, du hast 12 Flaschen in der gleichen Fach gelagert mit optimalen Bedingungen. Und wenn du den Wein dreimal im Jahr trinkst, dann hast du wahrscheinlich dreimal einen etwas anderen Wein. Ja. Oder du hast 12 Weine richtig für die große Lagerung gemacht und 20 Jahre später machst du die alle auf und oh, alle 12 schmecken etwas anders. Ja. Und Winzer erzählen uns ein Zeug von Terroir und einzigartig. Da muss man sich fragen, welche von den 12 Flaschen ist dein Terroir? Ja, wer mehr zu Terroir hören möchte, kann sich nochmal Folge 20 zu Gemüte führen, wo ich drei Tesch-Rieslinge von der Nahe verkostet habe, wo wir eben uns dem Begriff Terroir praktisch genähert haben, mit Hilfe von Lagenrieslingen, die auf unterschiedlichen Böden gewachsen sind. Dort haben wir ja schon erklärt, dass Terroir natürlich den Boden mit einschließt, aber nicht ausschließlich der Boden ist. Ja, ich würde vielleicht ergänzend dazu sagen wollen. Ein Wort zum Terroir, ja, wenn ich darf. Ja, klar. Also, es ist wirklich interessant. Ich liebe unsere Winzer, wirklich. Und teilweise beeindruckt mich das ohne Ende, dass die Generation für Generation weitermachen und richtig uns das tolle Getränk Wein bringen. Aber es ist tatsächlich so, wenn Sie anfangen, zu technisch zu reden oder so, oder über Terroir oder so, dann sind die meisten einfach weg. Für mich ist Terroir hochinteressant, weil kein Wissenschaftler das komplett definieren kann und sagen, hier, die 10 Punkte sind Terroir. Mhm. Wir wissen, wie du sagst, richtig, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun, mit Klima, mit Boden, mit Typologie, Geologie, alles Mögliche. Aber das, was immer vergessen wird, ist, als ich den Wein getrunken habe, wo war ich? Was habe ich gemacht? Was waren meine Empfindungen? Und das ist ja auch der Grund, warum der Wein aus dem Urlaub nie, weißt du, wenn du mit Füßen im Mediterran in Italien den Wein trinkst und glücklich bist und du schaust auf deine Frau und du bist hin und weg und dann nimmst du 6 Flaschen nach Hause, also in Duisburg-Wedau und mitten im Winter wirst du dieses Gefühl haben. Ne? Ja, also zum Thema Terroir noch kurz. Das war ja auch lustig, weil in Ausgabe 19 mit dem Interview Herrn Rechtenwald zu Sherry, der hat mir da eben gesagt, dass in Jerez das Terroir, die Bezeichnung Terroir, sich nur zum Beispiel auf das Solera-System beziehungsweise die Herstellung bezieht, im Sinne der Tradition. Dort wird Terroir als traditionelle Herstellungsweise aus Alleinstellungsmerkmal gesehen. Ja, auch das umschließt Terroir. Und dann kommt eben das Wetter noch dazu und die Jahrgänge und das Klima. Also du hast völlig recht, es ist ein nicht definierter Begriff. Jeder versteht was anderes drunter und nichtsdestotrotz ist es einer der Buzzwords neben Mineralität vielleicht sowas. Wenn man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten möchte, dann kommt man halt auch nicht drum rum, sich mit diesen Begriffen mal auseinanderzusetzen. Aber da besteht immer Gefahr, dass die inflationär verwendet werden und halt auch zum Fachjargon Leute eher auf Distanz gehalten werden. Und das andere ist, das sage ich auch in meinen Seminaren immer, die ich halte, 50% des Weintrinkens findet zwischen den Ohrwascheln statt. Ja. Also was ich damit sagen möchte ist, sobald der Wein die Flasche verlässt und wir den Wein schon optisch wahrnehmen, erzeugt er bei uns eine Erwartungshaltung oder eine erzeugt Klischees mit allein schon mit der Farbe und dem Geruch. Ja, ja. Und was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Es hängt im Extremen davon ab, zu welcher Situation, in welcher Laune, in welcher Jahreszeit, zu welchem Essen, mit welchen Leuten, auf welchem Anlass man was getrunken hat. Und das deutet darauf hin für mich schon, dass eben, wenn nicht mehr als 50% des Weingenusses Psychologie ist, und am Ende des Tages führt das bei mir zu der Erkenntnis,
weil ich auch oft gefragt werde, was ist dein oder ihr Lieblingswein? Dann sage ich, das kann ich so überhaupt gar nicht beantworten, weil dazu muss ich wissen, wann ich ihn trinke, zu was ich ihn trinke, wie ich da drauf bin und auf was ich schlicht und einfach Bock habe. Und das kann jeder nachempfinden bei diesem Urlaubseffekt, wie ich es immer gerne nenne, was du gerade beschrieben hast. Komischerweise werden alle oder viele hektoliterweise italienischer Wein wird schlecht beim Überqueren des Brennerpasses. Und es liegt nicht am Wein und auch nicht an der Vibration im Auto, was ich auch schon erzählt bekommen habe, etc., sondern es ist schlicht und einfach die Psychologie, die uns dort quasi austrickst, die Sinneswahrnehmung unterstützt, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte. Also es, ohne Psychologie geht es im Wein einfach nicht, völlig richtig. Also diese Worte Terroir und Mineralität, die benutze ich auch in meiner Alltagssprache. Allerdings bei Terroir erkläre ich immer, dass es nicht definierbar ist und dass es eine Vielzahl von Sachen, die zusammenkommen. Das fand ich interessant in Bezug auf die Solera-System. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu technisch wird, aber du weißt ja selber, das ist Fractional Blending. Ja. Ja, Terroir aus verschiedenen Jahrgängen und so weiter, das für mich verwässert das Terroir-Gedanken mehr, als es unterstützt. Aber ja, dachte ich auch im ersten Moment. Nur der Witz ist tatsächlich, wenn man sich überlegt, erstens mal, wenn man das Klima noch mit reinzieht, spielt die heiße, trockene Luft und der Backofenboden im Sinne des klassischen Terroir-Gedanken schon mal eine große Rolle. Aber wenn ich jetzt tatsächlich ein Solera-System habe, was ja kommunizierende Holzfässer sind, wenn man so möchte, die zum Teil ja über hunderte Jahre, oder hunderte nicht, aber 100 Jahre im Einsatz sind, dann bekommen diese Fässer natürlich eine ganz andere Stellenwert in der Produktion, bekommen auch tatsächlich was von dem Boden beziehungsweise im Sinne von Inventar, was diesen Wein einfach tatsächlich auszeichnet. Und insofern finde ich schon nachvollziehbar, weil dort die Fässer eine so große und wichtige Konstanz über mehrere Jahrzehnte in der Weinerzeugung sind, dass es ohne die schlichten einfach nicht denkbar wäre. Und insofern musste ich meine Definition für Terroir, nachdem ich das gehört habe, eigentlich schon auch ein bisschen erweitern an der Stelle. Ja, ich kann das nachvollziehen, so wie du mir das jetzt sagst, komme ich in eine ähnliche Denkweise. Und das ist eigentlich ein gutes Argument. Zum Thema Mineralität, ich sage immer, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich nicht Mineralität alleine sage, ich sage immer mineralischen Einfluss. Mhm. Weil du weißt ja selber, die Wissenschaftler sagen uns auch, klar gibt es Mineralität im Wein, aber es ist in so geringen Mengen, dass der Mensch das eigentlich nicht wahrnehmen kann. Und trotzdem, wenn du ein Chablis trinkst und du hast diesen Feuerstein, das ist ein Wiedererkennungseffekt. Ja. Und deswegen rede ich von mineralischen Einfluss. Und zum Thema Lieblingswein habe ich eine ganz einfache Antwort. Ich sage immer, den Wein, den ich gerade im Glas habe, und insbesondere, wenn meine Frau gegenüber mir sitzt, und ich kann sie mir auch nicht sagen. Ja, das ist, erinnert mich an den Spruch, an was merkt man, was der beste Wein des Abends war? Einfach derjenige, wo die Flasche am leersten ist. Ja, ich habe sogar eine Weinprobe dazu. Ich nenne das JLF. Das heißt? Je leerer der Flasche. Ach so, ja ich genau. Ich stelle die Flaschen blind in die Mitte und dann sollen die Leute wirklich probieren. Und dann, wenn die Zeit vorbei ist, dann gucken wir, welche Flasche am leersten ist, und das ist der Gewinner. Ah, ja. Das ist ein sehr guter Approach, eigentlich das zu vermitteln. Ja. Jeder Gast, jeder Nicht-Profi kann sofort mitmachen. Und ich hatte einen Gast, der hat dann zu mir gesagt, oh, Steven, ich habe aber keine Ahnung von Wein. Und dann habe ich gesagt, hier, mach das. Und am Ende der Probe hat er zu mir gesagt, ich habe keine Ahnung von Wein, deswegen bevorzuge ich immer die leckersten. Auch schön, ja. Kommen wir nochmal zurück auf deinen Job auf Sommeliers allgemein. Zunächst mal will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass du da auch eine sehr hohe Auszeichnung bekommen hast, die sich wie genau schimpft. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich seit 2016 in den Kreis der Top 50 Sommeliers in Deutschland bin. Mhm. Für mich eine große Ehre, und es ist immer wieder schön. Es war die ersten 2 Jahre in Berlin
und jetzt die letzten paar Jahre in Hamburg. Und da gibt es eine ganz, ganz nette Preisverleihung von den Busche Verlag mit Sternekoch und Essen und Wein und Kollegen. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle, Event. Flo, ich kann dir auch sagen, es sind aus unserer Gruppe von Geisenheim sind schon drei dabei. Roman und Anne Katrin sind auch dabei. Okay. Also wenn du überlegst, wie klein unsere Gruppe war, verglichen, das ist eigentlich nicht schlecht. Und ja, das ist eine ganz nette Sache für mich. Und ich weiß, dass meine Kunden das gerne hören. Aber ich bin der Meinung, der beste Weinmensch ist jemand, der sagt, ich würde niemals aufhören zu lernen. Ich bin vielleicht Dozent, aber ich lerne auch teilweise von den neuesten Weinschulern. Die bringen dann irgendeine Frage, was mich völlig zum Denken bringt. Ich mache das auch in meine Events, dass ich denen sagen, heute Abend können Sie jede Weinfrage loswerden, die Sie wollen, die Sie haben. Und für den besten Weinfrage heute Abend gibt es eine Flasche Wein. Ich fordere die Gäste regelrecht auf, Fragen zu stellen. Mhm. Erstens ist es interessanter für mich und interessanter auch, wenn die Leute das, da kommen die tollsten Fragen. Dann fragen die Leute über Verschlüsse, was ist besser, Kork oder Schraubverschluss oder Plastik oder dies oder das. Und dann kann man wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen und man merkt, die Leute haben Interesse, gute praktische Infos zu erfahren. Die haben nächsten Flasche Wein, deren Weingenuss erhöhen. Die haben kein Interesse, wann macht man den Rebschnitt oder was bedeutet phenolische Reife oder so. Das interessiert die überhaupt nicht. Die wollen wissen, ich habe die Flasche jetzt gekauft, wie kriege ich das meiste Genuss? Ja, das ist eigentlich auch mein Ziel, an dem ich mich messen lassen möchte, wie praktikabel meine Hinweise sind, weil um was es mir eigentlich geht, ist eigentlich die Kompetenz der Zuhörer des Podcasts oder auch in den Präsenzseminaren zu steigern, damit die ihren eigenen Geschmack vielleicht besser kennenlernen, eine bessere Kompetenz beim Weinkauf haben, sprich, dass man von den 10 Metern Weinregal nicht mehr ganz überwältigt steht, sondern besser eingrenzen kann, was man will, weil auf große Beratung braucht man sich in den meisten Fällen eigentlich nicht verlassen oder drauf hoffen. Genau, um das geht's mir eigentlich auch. Fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Was ist deine, oder was nicht deiner Meinung nach, sondern was ist ein Sommelier? Wie würdest du es beschreiben? Also, es gibt Sommeliers, also wenn wir reden über die qualifizierten Sommeliers, die wirklich eine staatliche Sommelierprüfung haben, gibt es zwei Fachrichtungen. Es gibt Handel und Gastronomie. Handel ist natürlich Import und Weinladen, Gastronomie typischerweise im Restaurant. Es ist auch häufig so, dass die jungen Leute, die machen eine klassische Karriere, zuerst in der Gastronomie und später wollen sie dann Familien gründen und haben keine Lust, vielleicht mit Mitte 30 dann immer noch bis 2 Uhr morgens unterwegs zu sein. Mhm. Und das ist so der klassische Weg. Komischerweise mache ich genau das andersrum jetzt, wo ich meine Vinothek eröffnen werde. Da werde ich auch jetzt abends, jeden Abend arbeiten. das ist der klassische zwei Bereiche. Ich finde, also meine Erfahrung ist, nicht nur, weil ich selber und du auch Quereinsteiger sind, ich erinnere mich sehr, sehr häufig, wo ich Sachen nachgefragt habe, warum macht ihr das so, warum... Ich habe Gespräche mit hochkompetenten Leuten. Da war einer dabei, ein australischer Winzer, und der war auch Sommelier. Und das hört sich an wie ein toller Wein. Ja, ich dachte, ich krieg's leiser hin, aber ich habe schon mal ich den Wein, alles. Den du spendiert hast, schon mal eingegossen. Und es scheint mir, dass man dann zu den Top 50 gehört, dass man den Wein schon am kluckern. Also wenigstens wissen die Leute, dass wir tatsächlich arbeiten, ne? Ja, genau. Also mich haben immer wieder beeindruckt die Quereinsteiger. Ich meine, ich habe auch natürlich unter den Kollegen ganz tolle Freundschaften. Ich denke an Leute wie Thomas Sommer, der Deutschland so wahnsinnig gut vertreten hat über die Jahre. Marc Almet, jetzt der Weltmeister. Markus Del Monego und so weiter. Alles ganz tolle Leute. Aber sehr viele der Quereinsteiger haben mich auch
beeindruckt, weil wir einfach hinterfragen, warum macht ihr das so? Nee, wir können das anders machen. Ich erinnere mich mit der ganzen Preisfindung am Anfang, ich war völlig verwirrt, weil ich komme aus den Finanzen, meine Leute legen eine gewisse Kapitalsumme an, ich kriege 1% und gut ist. So, jetzt kaufe ich Wein ein aus unterschiedlichen Quellen. Der eine hat einen niedrigen Einkaufspreis, der andere hat eine hohe, der eine hat eine niedrige Marge, der andere hohe. Und ich habe nur gesagt, Leute, erzähl mal, wie geht das? Wie funktioniert das Spiel? Und keine könnte mir sagen, alle haben gesagt, ja, kommt drauf an, wie du bist und wie viele Mitarbeiter und dies und das. Und ich habe gesagt, ich wohne in der schottischen Eifel, ich bin mitten auf dem Dorf. Ja. Weißt du, ich bin nicht am Brandenburger Tor, aber ich muss davon ausgehen, dass ich irgendwann mal 2 Mitarbeiter haben könnte und dann kann ich nicht über Nacht die Preise erhöhen. Und ich habe dann für mich entschieden, aufgrund von den besseren Antworten von Kollegen, habe ich mir für mich meine Margen, meine Preisfindung entschieden. Und ich habe dann die Winzer dann gesagt, pass mal auf, zum Beispiel bei Deutsche Wein, diese Argument, du bist Händler, du kannst 2 Euro mehr die Flasche nehmen. Also das ist Quatsch. Was mache ich, wenn der Kunde 60 Flaschen bestellen will? Dann kann er 120 Euro sparen, wenn er nicht zu mir kommt, obwohl ich ihm vielleicht die erste Flasche diese Wein gegeben habe. Ja. Und ich musste die Winzer teilweise erziehen. Und die haben alle gesagt, oh, so arbeitet keiner. Und habe ich gesagt, ja, deswegen sitzen die in ihrem Läden und weinen in ihren Orangensaft. Ne? Mhm. Also du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst wissen, mit wem du zu tun hast. Und wir können uns jeden Preis wünschen, was wir wollen. Wenn der Wein im Markt draußen für 8 Euro unterwegs ist, das ist der Marktpreis. Mhm. Denn da müssen wir uns orientieren und nicht, dass der Winzer meint, hier, komm, tu mal 2 Euro auf meinen Alphofpreis und gut ist. Ne? Ja. Und vor allen Dingen in dieser Zeit, wo wir mit Kunden zu tun haben, mit jedem Smartphone. Ich meine, alleine im Restaurant, du musst nur das Etikett einscannen und dann siehst du, was der Wein im Handel kostet. Wenn der Gastronom 60 Euro dafür berechnet hat und der Wein kostet 10 Euro im Handel, dann wird er den Kunden nie wieder sehen. Ja. Ja, klar, die Digitalisierung oder das Internet hat natürlich auch da zu einer Verschärfung des Preiskampfes beigetragen. Und ich weiß auch von vielen Händlern, die natürlich relativ viel Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel auf so Indizes wie wein.cc zu erscheinen, weit vorne aufzutauchen. Ja, ist schwierig, ja. Also man muss ja nicht jeden Internetpreis mitmachen. Es ist letztendlich geht es nicht um die Preise, es geht um die Wertschätzung, die Qualität. Mhm. Und ich sage nur, die Tagen, ich weiß es nicht, wie es vor 30 Jahren in der Weinbranche war. Ich habe das Gefühl, die Leute haben gesagt, okay, EK mal 2 plus Mehrwertsteuer. Also das ist heute nicht mehr machbar, ganz einfach. Aber was wir machen müssen, wir müssen die Eier in die Hosen haben, um den Winzer zu sagen, pass mal auf, so arbeite ich und das ist der Grund, warum ich so arbeite. Ich habe mit einem Winzer gesprochen, der hat gesagt, hier, der unverbindliche Preisempfehlung für diesen Wein ist 11 Euro. Mhm. Ich habe gesagt, okay, lass uns mal schauen und da war der Wein schon für 8 Euro unterwegs. Mhm. So, ich möchte das Gespräch mit meinem Kunden nicht haben. Steven, warum hast du mir einen Wein verkauft, der 3 Euro teurer ist, als es sein muss? Mhm. Weißt du? Mhm. Und ob sie es wollen oder nicht, also ich drehe den Pistole zurück auf den Importeur, Produzent, wer auch immer, der Lieferer dieser Wein. Und ich sage, ich diskutiere nicht mit dir. Weißt du, das ist nicht mein Eröffnungsangebot oder so. Das ist, was ich brauche für diesen Wein an Preis. Entweder kannst du mir es geben oder kannst du nicht. Wenn nicht, ist kein Problem. Ich bin dir auch nicht böse. Aber dieser Wein ist jetzt vom Tisch. Wo ist der nächste Wein? Ja. Und nur so kann es gehen. Meine Kunden zählen darauf. Die sind alle intelligente Leute. Die können das machen. Die fahren jeden Tag zur Arbeit bei 3 verschiedenen Weinhandel vorbei und kaufen trotzdem bei mir. Die kaufen bei mir, weil die wissen, dass die Weine wirklich interessant sind und die wissen, dass der Preis in Ordnung ist. Ja. Weißt du? Ja, ich verstehe das und kann es auch nachvollziehen. Mich hat diese Geiz-ist-geil-Mentalität eigentlich schon länger gestört und ich kann mich auch an einen Abend in Geisenheim erinnern, wo
Da hatte ja jeder mal immer eine Flasche Wein dabei, die er den anderen zeigen wollte. Ja, ich weiß schon, immer. Da war es ja nicht nur einmal so, dass man gesagt hat, was für den Wein hast du jetzt 9 Euro gezahlt, den gibt es hier und da auch für 7 Euro. Ja. Also erstens mal, wenn ich mir einmal im Monat 2 Euro spare, wird es mein Leben nicht radikal ändern. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, wenn ich den Wein guten Gewissens nachprobieren, vielleicht im Gespräch beim Hersteller, wo auch immer, wie auch immer, für das Geld gekauft habe, dann war er mir den Preis in dem Moment ja wert. Ja. Ja, ja. Und das ist das, was du vielleicht mit Wertschätzung meinst, wenn ich davon überzeugt war, dass mir dieser konkrete Wein jetzt von mir aus 9 Euro wert ist, dann ändert das nichts daran zu wissen, dass er irgendwo 1,50 Euro billiger war, ja, sondern das ist meine persönliche Einschätzung, dass der Preis angemessen ist. Und natürlich tauchen immer irgendwo Produkte für den Einführungs- oder Dumpingpreis rein oder Abverkaufspreis. Ja, es führt zu nichts. Also ich meine, man muss einfach ein Gespür dafür haben. Da sind wir wieder bei dem Thema Preis-Leistung oder Preis-Qualitäts-Verhältnis muss einfach stimmen. Und ich bin dann nicht sauer, wenn ich dann den Wein 5 Wochen später günstiger irgendwo sehe. Es sei denn natürlich die Hälfte. Also man möchte natürlich auch nicht über den Tisch gezogen werden. Das möchte ich damit jetzt nicht sagen. Aber durch das, dass ich 2012 das Praktikum ja an einem Weingut in der Hessischen Bergstraße gemacht habe, habe ich halt auch die Produzentenseite ein Stück weit gesehen und weiß, mit was für Nöten und Ängsten die zu kämpfen haben. Und das ist schon ein Knochenjob. Ja. Und wenn das Wetter nicht mehr richtig mitspielt, dann haben die halt tatsächlich zum Teil schon wirklich Panik, ob die das Jahr jetzt halbwegs gut überstehen. Ja. Und deswegen, bei allen Produkten finde ich es immer wichtig, dass die Leute einfach Preis und Wert einer Ware irgendwie unter einen Hut kriegen und alles nachhaltig bezahlen, sodass jeder, der daran beteiligt ist, vernünftig leben kann. Ich finde, das ist eigentlich das Wesentliche. Also du sagst es im Grunde, das kann ich auch nur unterstreichen, es geht im Grunde genommen darum, leben und leben lassen. Ja. Also wir haben immer dieses Dreieck, der Produzent, der Zwischenhändler und der Gast. Ja. Und das muss immer stimmen. Wir haben natürlich, ja, eigentlich ist es positiv, aber bei vielen wird es negativ, gerade bei internationalen Winzer. Deutschland ist wahrscheinlich das günstigste Land für gute Weinqualität, die es gibt. Also ich muss nur ich komme aus Großbritannien, wie du weißt, ja. Ich muss nur im Decanter schauen. Die haben eine Rubrik in der Decanter-Zeitschrift und da steht Weekday Wines. Und diese Weekday Wines, was die damit meinen, ist nichts Besonderes. Heute irgendein blöden Fußballspiel, irgendein Spaghetti Bolognese, was weiß ich. Und die Weine da in diesem Rubrik, die gehen bis 25 Pfund, die Flasche. Ja. Das ist Premium. Das ist Premium hier. Ja. Oder wie oft siehst du einen Winzer aus Neuseeland oder irgendwo, der sich die Hände reibt und sagt, oh, Deutschland, so einen großen Markt und so weiter. Und dann sagst du ihm, dass sein Sauvignon Blanc für 30 Euro oder 40 Euro keine Chance hier hat. Weil wir haben schon gute Sauvignon Blancs für einen Bruchteil dieser Preis. Ja, das stimmt. Also da bin ich aber auch hin und her gerissen, ob man darüber froh oder traurig sein soll. Wir sind froh, dass wir nicht der Produzent sind, weil er hat seine Produktion auf dem Hof, mit welcher Anstrengung auch immer, und der muss vom Hof. Und wir können zumindest sagen, okay, wenn mir irgendwas nicht passt an irgendein Wein, dann wird er hier fallen gelassen und fertig ist. Ja. Und wir können die Größe unserer Lager selbst bestimmen mit dem Einkaufspolitik. Das stimmt, ja. Ja. Ja, zum Teil erschaudert es mich einfach, wenn man sich die Statistiken vom Deutschen Weininstitut anschaut, was der Durchschnittspreis der verkauften Weinflasche in Deutschland war, dann finde ich schon immer, dass das eine... Es war irgendwie 2,60 Euro oder so. Ja, knapp unter 3 Euro, dann spricht das schon Bände für unsere Weinkultur. Ja. Also sehe ich das schon diesbezüglich eher negativ. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich... hat der bis zur Corona-Krise
das Vergnügen, öfters an der Westküste der USA zu sein, habe die Zeit da vor Ort gern genutzt und habe Napa oder Sonoma Valley oder auch südlich von San Francisco Weinanbaugebiete besucht oder Santa Barbara in der Nähe von Los Angeles. Ja. Wenn man da in den Tastings Room steht oder auch in ganz normalen Liquor Stores, dann legt man einfach als deutscher Weinkonsument die Ohren an, weil dort, wo es bei uns aufhört in der Masse, fängt es da halt erst an. Also das ist ein ganz anderer Markt, eine ganz andere Preisstruktur. Und da schließt sich dann der Kreis, auch eine ganz andere Zahlbereitschaft wie bei uns. Und das ist ja in Deutschland nicht nur in Bezug auf Wein fragwürdig, sondern auch in Lebensmittel generell, dass wir, glaube ich, ein bisschen zu sehr sparen. Aber lass uns nochmal auf das Thema Sommelier zurückkommen. Also dein Einsatzgebiet war dann mehr Gastro oder mehr Weinindustrie? Nee, mein, also die, zum Beispiel für diese Top 50 Sommeliers, wir haben da zwei Gruppen. Wir haben die sogenannten freiberufliche Sommeliers, zu dem ich gehöre, und dann haben wir die Restaurant-Sommeliers. Mhm. Die meisten Restaurant-Sommeliers sind natürlich im Angestelltenverhältnis. Ja. Das habe ich gesehen, als ich meinen Firmennamen ausgesucht habe. Ich wollte unbedingt, dass die Firma Sommelier Select heißt, weil ein Sommelier wählt aus. Und ich war total erstaunt, dass dieser noch frei war. Und ich habe die sofort geschützt und alles. Ne? Ja. Aber das liegt wirklich daran, dass die meisten Sommeliers im Angestelltenverhältnis sind. Und kann man denn das Wort Sommelier irgendwie übersetzen? Also gibt es da irgendwie griechisches Stammwort? Oder? Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wo es herstammt. Also für mich ist der schlüssigste, es ist einfach der Wein, der Weinkellner, ganz einfach. Aha. Das ist derjenige, der die Wein früher für die edle Leute probiert haben. Und das war's. Was mich stört heute. Der Mundschenk quasi. Ja, genau, so sieht's aus. Das hat auch der aus Dresden, der Kollege Silvio Nietzsche, hat auch 75 Sommeliers in Deutschland aufgesucht und hat 45 Fragen gestellt, zu dem wir alle eine Antwort gegeben haben. Dann hat er die gepackt in ein Buch. Und Sinn und Zweck der Sache war, dass die neue Absolventen der Sommelierschule das Buch in die Hand kriegen und sagen, hey, das sind deine Vorbilder. Weil es ist tatsächlich so, bevor es das gab, die Leute machen ihre Ausbildung, das war es dann. Also wenn sie Glück haben bei irgendwelchen Netzwerken oder Prowein oder was auch immer, dann treffen sie auf die Leute. Aber ansonsten kochte jeder sein Süppchen. Das war so eine nette Sache. Was mich stört, ist, dass dieser Begriff, der ist nicht geschützt und jeder aus anderen Bereichen nimmt das, sei es Nuss-Sommelier, Bier-Sommelier, Fleisch-Sommelier, Olivenöl, Wasser, egal was. Alles, ne? Ich will nichts abstreiten an Ihre Kompetenz, aber warum müssen Sie unseren Begriff nutzen? Sie können sich doch Wasserfachmann nennen. Ja. Oder Metzger oder Bäcker oder was weiß ich. Warum muss es unbedingt Sommelier sein? Ich habe sogar von einem Autoverkaufs-Sommelier gehört. Ich meine, ehrlich, weißt du? Ja, man kann es wieder von zwei Seiten sehen. Also ich verstehe das, aber es hat zwei Seiten. Der eine ist, glaube ich, dass einfach der Begriff eine hohe Reputation hat. Ich glaube, viele Leute können mit dem Begriff was anfangen. Und die meisten Leute denken auch zuerst an Wein, wenn sie jetzt Sommelier hören. Deswegen müssten alle anderen, die den Begriff verwenden und sich nicht mit Wein beschäftigen, müssen die immer irgendwas davor stellen. Also Biersommelier muss er deswegen sagen, weil wenn er sagt, er ist jetzt nur Sommelier, dann denkt jeder, er wäre jetzt Weinsommelier, aber den Begriff habe ich noch nie gehört, ne? Flo, das ist genau der Punkt. Ich mache hier für einen Rewe-Markt hier in Blankenheim, unterstütze ich die mit der Mitarbeiterausbildung und Events und so weiter. Und in der Lebensmittelzeitung wollten sie so ein Porträt machen von der Weinabteilung mit Bildern von mir und so weiter. Mhm. Und die haben tatsächlich geschrieben, der Weinsommelier. Ich bin kein Weinsommelier, ich bin Sommelier. Weißt du? Und das hat mich genervt, und aber ja. Ja, das weicht es natürlich dann schon auf. Das dürfte nicht sein, ja. Ja. Jetzt bin ich ja Weinakademiker und die Leute wissen immer nicht, was es ist. Und
meistens werde ich dann auch gefragt in den Seminaren, ist es sowas Ähnliches wie Sommelier? ich weiß es eben mehr kennen, ja, da schließt sich der Kreis auch, weil eben Sommelier schon ein weit verbreiteter Begriff ist. Ja. Es gibt Überschneidungen meiner Meinung nach, aber die Ausrichtung ist dann doch unterschiedlich und auch die Breite der Ausbildung, glaube ich, ist unterschiedlich. Wie würdest du es aus deiner Perspektive beschreiben? Also absolut. Ich meine, wie du weißt, haben wir uns beim Weinakademiker-Studium kennengelernt. Ich bin noch nicht fertig damit. Du schon. Dazu gratuliere ich dich. Dankeschön. Ja. Schon wieder 5 Jahre her, die Graduierung. Stellt das fest. Verrückt. Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch, die ich hatte mit Caro Maurer, der Master of Wine. Wie du weißt, es gibt nur ein paar hundert Masters of Wine in der Welt, also 9 in Deutschland im Moment. Und mit ihr und mit von der Weinakademie. Die Frau Bachkönig meinst du? Ja, genau, die Frau Bachkönig. Die Frau Bachkönig ist Weinakademiker und sie hat den großen Trophäe gewonnen damals, der beste Weinakademiker, der beste WSET-Diploma in dem Jahrgang. Und wenn du überlegst, dass WSET in 60 Länder der Welt unterwegs ist, sie hat hohe Kompetenz. Ja, Wahnsinn. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe zu ihr gesagt, Irene, wann machst du dann Master of Wine? Und sie sagt, warum soll ich Master of Wine machen? Dann habe ich gesagt, ja, du hast das Zeug dazu. Wenn du die Beste in deinem Jahrgang von über 60 Länder bist, dann... Ne? Und Caro hat dann gesagt, ja, du musst aufpassen, was du machst und so, weil als sie ihr Master of Wine hatte, Master of Wine, du und ich wissen, was das für eine langjährige Qual ist, hat eine zu ihr gesagt, oh, das ist schön, kannst du jetzt als Sommelier arbeiten? Autsch. Ja. Ja, genau, Autsch. Selbst ich habe geschmerzt, also das war ja Wahnsinn. Nein, ich finde... Also auf der einen Seite freue ich mich, Sommelier zu sein und dass die Leute überall, wo ich hinkomme, sofort ist das irgendwie eine Anerkennung und die sagen, oh, das ist was Besonderes und so weiter. Natürlich auch ein internationaler Begriff, aber es stört mich zutiefst, dass meine Kollegen, darunter zählst du am vordersten Front, die Weinakademiker, die eigentlich viel mehr geleistet haben von der Kompetenz, von des Niveaus, des Wissens, das ist absolut viel höher wie Sommelier. Das ist einfach so. Im Grunde genommen musst du 5-mal mehr schuften, um 5-mal weniger Anerkennung zu haben. Ja, kein Mensch weiß, was ein Weinakademiker ist. Und ich würde dafür plädieren, dass die Leute, die das im Club der Weinakademiker, die müssen viel mehr unterwegs sein. Ich meine, die sind auch viel wissenschaftlicher. Die sind nicht diese Vertriebsleute, diese Selbstdarsteller und so weiter. Aber das muss irgendwie im Vordergrund gerückt, dass die Leute wissen, Sommelier ist toll, Weinakademiker ist noch toller und Master of Wine ist was richtig Tolles. Mhm. Dafür würde ich plädieren. Ja, ein bisschen mehr Promotion wäre sicherlich schon gut. Die Frage ist tatsächlich, wie es dann den Endkunden weiterhilft. Weil viele Weinakademiker, die ich jetzt kenne, haben vielleicht einen eigenen Laden, ja, das schon. Aber so richtig viel Endkundenkontakt haben jetzt, glaube ich, nicht alle. Also ich stimme da dazu, ich kann es jetzt selber nicht beurteilen, weil ich die Sommelier-Ausbildung nicht gemacht habe. Was ich weiß, ist, dass jetzt gerade in Konstanz zum Beispiel auch 2-3 Leute, die ich dort kenne, die Sommelier-Ausbildung da gemacht hatten. Dort werden ja die WSET-Levels als Ergänzung angeboten und letzten Endes auch der Weinakademiker als Zusatzqualifikation. Das spricht ja schon dafür, dass die diese ganze Ausbildungsschiene aus London vom Wine and Spirit Education Trust als hochwertig ansehen, sonst würden sie es ja nicht zu ihren eigenen Lerninhalten komplementär quasi noch anbieten. Ich bin mit dem Begriff auch ein bisschen am Hadern. Also es gefällt mir, weil ich ja selber auch was studiert habe. Deswegen finde ich das Wort Akademiker jetzt nicht so schlecht. Das Problem ist nur, es hat schon einen elitären Beiklang. Und für viele ist einfach Wein was mit Lebensfreude und Genuss zu tun. Und
das schließt sich für viele im Kopf, glaube ich, aus, sich deswegen mit einem Akademiker über was Schönes oder was Spaßiges zu unterhalten, weil die Begriffe nicht gut zusammengehen. Ein Akademiker haben viele einen Theoretiker vor Augen, der vielleicht vieles weiß, aber nichts kann und hochtrabend daherredet, unverständlich sich ausdrückt und eigentlich wollen die nur einen leckeren Wein trinken. Ich glaube, dass dessen wirkliches, und ich habe das auch in der Vermarktung meiner Seminare als Feedback öfters gehört, dass der Begriff, wenn ich in der Beschreibung des Seminars zum Beispiel gesagt habe, Florian Bold, Weinakademiker, dass das für den einen oder anderen wirklich ein Anhaltspunkt war, zu überlegen, dorthin zu gehen oder nicht, weil sie nicht Lust hatten, in eine Art Vorlesung zu gehen, ja? Sondern sie wollten einen schönen Weinabend haben. Und deswegen ist der Begriff Akademiker für die, ich sage es jetzt mal im Einsteigersegment, für die Spaßbranche Wein eigentlich ein zu sperriger Begriff. Und deswegen, glaube ich, ist es für die Zielgruppe auch sehr, sehr schwierig, das näher zu bringen. Ja, ich habe einen ziemlich guten Blick da natürlich, weil ich die Sommelier-Ausbildung durchhaben und obwohl ich nicht fertig bin mit Weinakademiker, war ich oft genug mit der Gruppe unterwegs und so. Es ist tatsächlich so, der Unterschied ist, Sommelier ist absolut nah am Gast, Vertrieb, ja. Handel, direkt die Leute abholen und Weinakademiker ist etwas in den wissenschaftlichen Stuben, sage ich mal. Das meine ich nicht abwertend. Ich liebe das. Aber das sind du bist ein gutes Beispiel. Dich kann man bei jedem Gast vorstellen und du wirst mit jedem klarkommen. Aber es gibt ein paar, die bleiben im Schrank, weißt du? Ja. Die haben Wissen ohne Ende, aber die können es nicht vermitteln. Ja. Und gut, ich habe es jetzt für mich ja auch so entschieden, dass ich jetzt eben in die Weinschulung eben mich betätigen will und nicht im Handel und auch nicht in der Gastro, um Gottes Willen. Ja. Da muss halt auch jeder irgendwo seine Nische finden, wo er dann vielleicht dazu hinpasst dann einfach. Ja, ich liebe beides. Für mich gibt es nichts Besseres als Moderation zu tun, Präsentation und so weiter. Der Handel ist aber auch nett. Also ich habe so Telefonate, wo ich anrufe, keiner ist da. Und zwei Stunden später ruft die Frau an, wer ist da bitte? Ich habe ihre Nummer auf meinem Display. Und ich sage, ja, Sabina, ich bin's. Ach, Steven, du bist das. Ich dachte, es war einer dieser lästigen Telefonverkäufer. Dann habe ich gesagt, doch, ich will dir Wein verkaufen. Ja, du darfst das. Ne? Okay, sehr nett. Ich finde, da gibt's eine große Unterschied. Es ist einfach so. Der typische Weinakademiker ist nicht der selbstdarstellerische Vertriebsmann. Was nicht heißen soll, dass der selbstdarstellerische Vertriebsmann nicht kann. Es gibt viele, da hat man ja auch ein paar, die genug können. Ja. Aber ich finde, als Institution Weinakademiker muss viel mehr gemacht werden, um, dass die Leute einfach verstehen, dass das ein ganz, das ist die Vorstufe zum Master of Wine. Mhm. Da haben wir 9 in Deutschland. Hallo? Ja, das ich muss viel mehr verbreitet. Die Leute müssen, wenn die Weinakademiker hören, müssen sie sagen, wow. Ja, ja. Und das ist auch ich hätte da nichts dagegen. Also, das ist dasselbe, als wir in Geisenheim gesessen haben. Wer war die Schlechtesten mit der Weinbeschreibung beim Verkosten? Immer die Sommeliers. Warum? Weil sie dann irgendwie, wir wollen jetzt, ich könnte mir vorstellen, dieses Gericht und dieses Gericht. Und da hat der Dozent sofort gesagt, mich interessiert nicht, was du essen willst, Junge. Ich will eine wissenschaftliche Beschreibung diesen Wein. Ich will eine Beurteilung und gut ist, du kannst später essen. Mhm. Und die waren völlig vom Boden zerstört, weil du wirst von der Weinschule damals mit Kurt Fischer, du hast deinen Abschluss gemacht und der sagt zu dir, herzlichen Glückwunsch, du gehörst jetzt zum besten 1% in Deutschland. Mhm. Dann kommst du nach Geisenheim, wo Irene Bachkönig dich empfängt und sagst zu dir, du musst von diesem Basiswissen weg. Ja, das stimmt schon. Also das war für manche schon ein wirklicher Realitätscrash, den sie da erlebt haben. Ja, das stimmt schon. Ja. Gut, Weinschule Koblenz vielleicht nochmal, weil der ein oder andere sich jetzt vielleicht
fragt, ob das nicht auch was für ihn wäre. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, wenn man sich dort einschreiben möchte? Was gibt es da für Seminare, Lehrgänge? Was findet man dort auf der Homepage? Also die Deutsche Wein- und Sommelier-Schule ist die älteste und für mich die renommierteste Weinschule Deutschlands. Ich war in fast alle Weinschulen unterwegs als Weinschüler. Also wirklich, ich hab die gefressen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ich meine, ich bin jetzt Dozent da. Natürlich liegt es an der Hand, dass ich Werbung für diese Weinschule mache. Aber ich mache es nicht als Dozentwerbung. Ich bin einfach davon überzeugt, weil die sind so bodenständig da. Da ist keiner, der sich abhebt und meint, der konnte schon alles und so. Die sind so innovativ von der Kurszusammensetzung. Wir haben jetzt einen Sommeliermeisterkurs. Das ist ein absolut neues Projekt seit ein paar Jahren. Es gibt diese Fachsommelier für die Champagner. Es gibt alle möglichen innovative, kreative Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber genauso gut gibt es ganz einfache Kurse. Wir haben Tageskurse, wir haben Wochenendkursen, wir haben längerfristige Kurse. Und das, was man da immer wieder sieht, ist, dass die Tiefe und die Breite des Wissens von den Dozenten, von der Unterrichtsunterlagen, also wirklich erste Sahne. Ich habe in anderen Weinschule, habe ich gesehen, weil ich in mehreren Weinschulen unterwegs bin, habe ich natürlich die Unterlagen von verschiedenen. Und ich kann dir sagen, du glaubst gar nicht, wie oft die Koblenzer kopiert werden. Selbst die Zähler sind die gleiche. Ja. Du sitzt da in eine andere Weinschule und du guckst auf eine Folie, die du kennst, und du weißt, dass da in Koblenz ein Tippfehler war. Und hier ist auch der Tippfehler. Okay, das heißt, im Prinzip kann man in jedem Niveau, in jedem Stadium seiner Weinreise bei euch für verschiedene Kurse machen und kann sich da auch quasi hocharbeiten in dem Niveau, sage ich jetzt mal, oder Schwierigkeitsgrad ist ja ein Blödsinn, aber du weißt, was ich meine. Also es gibt verschiedene Expertenniveaus, nennen wir es vielleicht mal so. Also ich kann dir das am besten so darstellen. Ich habe letztes Jahr im Präsenzunterricht in Koblenz, war ich im Unterrichtsraum und das war genau der Unterrichtsraum, wo ich meinen ersten Kurs gemacht habe. Mhm. Und ich habe genau auf den Stuhl geguckt, wo ich damals gesessen habe, 2004. Und ich bin rübergegangen, ich habe den Weinschüler gesagt, hier, du sitzt auf meinem Stuhl. Und er guckt mich an und ich saß da, ich wollte nur 10 Sekunden da sitzen, weil ich erinnere mich, dass Kurt Fischer damals, der allergrößten Sommeliers ausgebildet hat damals, Kurt Fischer hat in die Runde geschmissen, was riechen Sie da in den Wein? Und alle haben gesagt, oh ja, Apfel, Pfirsich, Aprikose und ich so, wovon redet ihr? Es ist nur Wein. Ne? Mhm. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Das war mein Niveau damals, am ersten Kurs, ersten Tag. Cool. Und letztes Jahr stehe ich da und unterrichte. Machst selber, schön. Das heißt, von null Ahnung bis irgendwas an Ahnung ist alles dabei. Ich würde sagen, wir machen es einfach so. Ich tue die Homepage der Weinschule in Koblenz auch auf meiner Homepage und in den Shownotes einfach verlinken. Das ist dann für die Hörer das Einfachste, da auf eure Seite da zu kommen. Ja, Steven, jetzt reden wir schon eine Stunde. Könnte jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden so weitergehen. Das macht echt Spaß. Ich bin jetzt allerdings noch fast schon angeschickert hier, weil der Wein neben mir hier im Glas vor sich hin dünstet. Also ich habe jetzt hier schon eine richtige weinselige Atmosphäre hier in meinem Stübchen. Ja. Ich würde sagen, wir widmen uns langsam den Wein, den ihr mir zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Ich mache es immer so, ich schaue mir erstmal die Flasche an, bevor ich die öffne. Und also ich war erstmal überrascht, nachdem ich dann das Paket aufgemacht habe. Das ist ja jetzt schon ein Jahr her, aus unterschiedlichen Gründen haben wir ja jetzt wirklich lang gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben. Umso schöner ist es jetzt. Und ich dachte natürlich, okay, vermutlich ein deutscher Wein, wenn nicht gar ein Riesling. Ja? Du hast es ja auch dann sogar selber so geschrieben, wolltest ein bisschen Überraschungsmoment machen und das ist dir auch gelungen. Und zwar hast du mir einen Wein geschickt, der jetzt
zumindest das Weinanbaugebiet, das war mir lange Zeit völlig unbekannt, nämlich Uruguay. Und das erste Mal bin ich auf Uruguay gestoßen im WSET Level 3 Kurs. Dort hatte ich zum ersten Mal überhaupt drüber gelesen, dass dort Weine gemacht werden. Bevor wir jetzt vielleicht auf den Wein generell eingehen, kannst du was Grundsätzliches zu dem erzählen, abgesehen von Rebsorte, sondern warum hast du jetzt gerade die Flasche Wein ausgesucht für heute? Also, ich wollte auf keinen Fall mit irgendwas Standard kommen. Ich bin der Meinung, wer Sommelier ist, hat den Auftrag, jeden Tag besser zu werden und in die Breite zu gehen, die Vielfalt der Weinwelt zu zeigen. Und irgendein Riesling oder Spätburgunder oder Chardonnay wäre mir einfach zu blöd. Gut. Dazu kommt, mit wem habe ich es zu tun? Ja, du bist ja nicht irgendein Medientyp von um die Ecke. Du hast auf hohem Niveau Kompetenz. Und muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir ein bisschen Spaß gemacht, dir irgendwas zu schicken, wo du sagst, was ist das? Sehr schön. Ja, sehr gut. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall mal. Ich bin jetzt tatsächlich auch sehr gespannt. Uruguay, ich sag's mal so, auffällig ist, dass fast alle Länder der Welt, insbesondere der neuen Welt, sich eine Rebsorte herausgreifen und da sich ein Alleinstellungsmerkmal auf dem globalen Weinmarkt versuchen zu schaffen. Also denken wir an Neuseeland, hat jeder Sauvignon Blanc im Kopf. Ja. Denken wir an Südafrika, es ist der Pinotage. Ja, ja. Österreich, grüner Veltliner, Deutschland Riesling. Ja. Könnte man jetzt beliebig fortführen. Und so hat jedes Land eine Rebsorte, die sie als Aushängeschild verwendet. Und Uruguay ist jetzt, denke ich mal, ist ja ein Land in Südamerika, an der Ostküste des Kontinents und ist dort natürlich jetzt in direkter Konkurrenz mit Chile und Argentinien. Ich will jetzt nicht sagen unbedeutend, aber mengenmäßig spielt es kaum ein Gewicht, was Uruguay herstellt im Vergleich mit Argentinien oder zusammen Chile und Argentinien, ist die absolute Übermacht jetzt in Südamerika. Und entsprechend selten verirren sich auch, wie ist denn uruguayisch? Klingt komisch. Wie nennt man das denn dann? Weine aus Uruguay ist dann unverfänglicher. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob uruguayisch ein Wort ist. Aber sie sind auf jeden Fall hier eine Rarität. Und auch die Rebsorte, für die sie sich entschieden haben, dort als Aushängeschild zu verwenden, ist auch eine Rarität. Tanat. Ja. Wie spricht man die richtig aus? Tanat? Ja, ohne Tanat, ja, genau. Tanat, ja, genau. Ja. Tanat ist wie viele andere Rebsorten, die heutzutage weltweit globale Bedeutung haben, ursprünglich französisch. Ja. Und in dem Fall eine eher unbedeutendere Weinregion, Madiron im Südwesten, ich sage jetzt mal ganz grob südlich von Bordeaux gelegen. Ja. Und ich habe es jetzt gerade selber nochmal nachgeschlagen, das Örtchen Madiron hat gerade mal knapp 500 Einwohner, also das ist wieder so typisch Frankreich. Da werden Ursprungsbezeichnungen von Ortschaften verwendet, die weniger Einwohner haben wie manches Hochhaus, selbst in Deutschland. Das ist immer sehr, macht es natürlich ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu behalten, wenn man nicht wirklich tief in dem Thema drinsteckt. Aber das Schöne ist, und deswegen bin ich froh, dass wir den Wein auch heute erst probieren, weil ich hatte Anfang des Jahres im Januar eine Privatverkostung bei einer guten Kundin von mir. Da bin ich zum zweiten Mal jetzt schon mit 8 Weinen und dann Abend dort hingekommen und in einer Freundesrunde von ihr haben wir dann die Weine eben probiert. Und einen davon hatte ich ein Madiron aus 100% Tanat dabei gehabt. Und das war fast der beste Wein des Abends, zumindest nach deren Gusto. Und deswegen hatte ich quasi den Ursprung dieser Rebsorte oder dieses Stils noch ganz gut im Hinterkopf, weil tatsächlich Madiron trinke ich jetzt sehr, sehr selten, wenn ich ehrlich bin. Und Tanat hatte ich jetzt auch nicht wirklich auf dem Schirm. Deswegen ist es jetzt sehr schön, dass man heute erst den Wein probiert und nicht schon vor einem Jahr. Aber
Warum gerade dieser Wein von diesem Weingut Sieben? Was kannst du uns zu Uruguay vielleicht generell nochmal sagen und warum gerade dieses Weingut vielleicht? Ja, klar. Also du hast es gesagt, die Rebsorte selbst kommt aus dem Madiran. Es wird behauptet, dass diese Rebsorte die gesündeste Rotweinrebsorte der Welt ist, weil er sehr viel Resveratrol hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Mediziner. Aber Uruguay ist für mich ein hochinteressantes Land. Ich meine, man kennt Chile. Chile hat sein Carmenere. Chile hat seinen Humboldt-Strom, der peitscht die ganze Küste entlang. Da ist großes Thema, gerade wo Löcher in diesen Küstenkordillere sind, wo die kühle Luft ins Tal donnert und wirklich klimatische Bedingungen teilweise bringt wie in Deutschland. Dann haben wir Argentinien, wo sie sehr viel in die Höhe gehen. Die haben nicht ihr Humboldt-Strom, aber die können wirklich also richtig in die Höhe gehen. Und dann so ein bisschen Nord. Die machen dort mal Beck, muss man jetzt noch aber genau, sagen. Mit Carmenere, Argentinien mit Malbec natürlich, großes Kino. Und dann so nordostlich von Buenos Aires ist dann Uruguay. Für mich ein absoluter Geheimtipp in Südamerika, haben nicht viele Leute auf dem Radar. Ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie Südafrika, an der Ostküste des südamerikanischen Kontinents, mehr als 1000 Kilometer weg von den Anden und hat natürlich starken Einfluss vom Atlantik. Es ist wirklich ein ganz, ganz kleines weinproduzierendes Land. Die haben circa 8000 Hektar. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Mosel in Deutschland. Das war's. Deutschland ist auch nicht besonders groß, wie du weißt. Richtig. 102.000 Hektar. Die Spanier haben über 1 Million. Ja, in Uruguay ist es so, die meisten Weinberge sind im Süden, in der Region Canelones. Das ist in der Nähe der Hauptstadt Montevideo. Da wird ungefähr 60% der gesamten Wein des Landes produziert. Wir sind hier in einem anderen Gebiet. Das ist Maldonado. Und Uruguay hat, wie gesagt, dieses Tanat hat es, das ist die Flaggschiff-Rebsorte von Uruguay. Und damit bildet sich dann diese drei Carmenere, Malbec und Tanat. Weinstilmäßig ist einiges dabei. Es gibt leichte, fruchtige Rosés und das geht hin bis so ein Wein, die wir heute Abend haben, so ein vollmundige, komplexe Wein. Viele der Weine sind relativ hoch in Alkohol. Die haben auch eine erfrischende Säure und nicht selten etwas mehr Restzucker. Und dann haben wir immer dieses Spiel, das ist immer so dieser Ausgleich zwischen die Balance zwischen Alkohol, Restzucker und Säure. In der Regel sind sie tanninreich und würzig. In der Bereich Maldonado gibt es sehr viel Quarz und Granitboden, auch rot, was deutet auf viel Eisen im Boden. Ein bisschen kalt gibt es hier und da. Es ist eine hügelige Landschaft, was nicht überall es gibt. Uruguay ist relativ flach. Und diese hügelige Landschaft gibt, also der Moselaner würde es mit Sicherheit kein Steillage nennen, aber es ist auf jeden Fall anders als in der Ebene. Und der Atlantik ist circa 15 Kilometer weg vom Weingut. Und dadurch das Ergebnis für die Trauben ist, die haben eine langsame und sanfte Reifen mit sonnige Tage und coole Nächte. Also diese berühmte Diurnal Variation, die wir immer suchen. Also die Tag-Nacht-Schwankung. Tag- und Nacht-Unterschied der Temperatur, genau. Das Weingut selber wird von Paula... Lass mich das kurz noch erläutern, weil ich glaube, der Effekt ist nicht allen bewusst. Das ist eigentlich oft was als das Ideal beschrieben wird, weil die Wärme und Sonne tagsüber die Trauben vernünftig ausreifen lässt. Ja. Und das Abkühlen in der Nacht lässt die Pflanze quasi Luft holen, nochmal Abkühlung und sorgt dafür, dass die Säure erhalten bleibt. Und somit hat man einfach alle Werkzeuge als Weinmacher in der Hand, daraus einen anständigen Wein zu machen, der eben beides ist, vollreif, fruchtsüß vielleicht, aber eben bringt eben auch die entsprechende
knackige Säure mit, die genau. erhalten bleiben kann. Und das ist eigentlich das, was viele Winzer haben wollen. Und deswegen sind Mikroklimata, die das eben bringen, wo die Temperatur im Tagesverlauf höheren Schwankungen ausgesetzt ist, ist in gewissen Grenzen sehr, sehr positiv bewertet. Ja, absolut. Kann man nur unterschreiben. Und Südamerika, gerade in Argentinien, wenn man wirklich in die Höhe geht. Also teilweise gibt es einen Unterschied Tag zu Nacht von 30 Grad. Wahnsinn. Ja. Ja, und der Weingut heißt Alto de la Ballena. Wir haben es hier mit einem Tanat Viognier zu tun. Ja. Tanat Rotwein, natürlich Viognier Weißwein. Mhm. Das ist die Frage natürlich, warum macht man das? Also die Verhältnisse sind 85% ist Tanat, 15% ist Viognier. Mhm. Also der Tanat ist natürlich kraftvoll, der Viognier ist richtig saftig, wie der Engländer sagt, juicy. Und die Winemaker Paolo Pivel und Alvaro Lorenzo, also die sind wirklich Pioniere in der Region. Und die waren 1999 auf der Suche nach besonderen Weinbergen und die haben das hier gefunden. Das ist wirklich in deren Augen perfekte Bedingungen für die Produktion von Topweine. Mhm. Die haben sich von der Côte Rôti in Narón inspirieren lassen. Und sie hatten, am Anfang hatten sie Syrah und Viognier. In 2006 hatten sie kein Syrah und haben Tanat eingesetzt. Und die waren wirklich überrascht, wie gut das dann gepasst hat. Ja. Weil Tanat bringt natürlich alles, was man vom Rotwein erwartet. Allerdings natürlich mit den Tanninstruktur. Das ist das Problem bei vielen Tanaten. Die sind nicht sofort zugänglich. Die sind sehr tanninhaltig. Wenn man das mag, ist es gut. Aber ich behaupte, für die meisten Gäste und Weintrinker wäre das zu viel. Mhm. Und hier hat man dieses sogenannten Kofermentationsverfahren. Und dadurch ist es ganz einfach so. Das heißt, also Viognier und Tanat wurde gemeinsam gekeltert und vergoren. Ja, es ist, genau, die werden, also erstmal der Viognier wurde im Barrique vergoren und erst dann mit dem Tanat vermahlen und dann der gesamte dann im Stahltank vergoren und danach 9 Monate in amerikanischen Barrique. Aha. Und der Resultat dazu, was der Gast wissen muss, ist durch dieses Ehe, wenn man so will, mit Rotwein und Weißwein, der Weißweinkomponente, diese saftige Viognier-Komponente, macht einfach die Tanninen sehr seidig. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und also was man da noch kurz Vollständigkeit halber erwähnen sollte, ist Weiß- und Rotwein zu verschneiden, ist nach deutschem Weinrecht eigentlich nicht erlaubt. Wir haben ja in oder Rotling. Deutsche Ausnahme mit Rotling. Eigentlich im Schaumweinbereich ist es viel verbreiteter. In der Champagne ist es gang und gäbe. Ja. Aber auch in anderen Bereichen Europas war das zulässig oder wird gemacht. Zum Beispiel auch im Chianti. Früher durfte auch im roten Chianti ein Teil der dort angebauten weißen Rebsorte beigemengt werden. Und in der neuen Welt ist man da in vielen Bereichen natürlich ein bisschen experimentierfreudiger oder aufgeschlossener. Es ist in Australien, in Südafrika ist es auch wirklich nicht, soll ich sagen, eine Besonderheit, wenn Weiß mit Rot dort verschnitten wird. Ja. Allerdings jetzt bei diesem Wein ist es schon was Besonderes, finde ich, weil die beiden Rebsorten für mich jetzt zumindest bisher nicht als klassische Verschnittpartner bekannt waren. Ja. Viognier, glaube ich, ist generell, genau, SMV ist ja so die Abkürzung, also Syrah, Mourvèdre und Viognier. Genau. Dort findet es aus Verschnittpartner großen Gefallen. Aber mit Tanat liegt natürlich auch jetzt an der geringen Verbreitung von Tanat. Aber die Kombination ist sicherlich speziell. Vor allem, weil du hast das jetzt anklingen lassen mit den Tanninen. Ich würde sogar noch das ein bisschen extremer formulieren. Tanat ist wahrscheinlich die Rebsorte, die die meisten Tannine von Haus aus mitbringt. Ja. Und das führt zu dem Problem, genau wie man es jetzt bei hochwertigen Bordeaux eben auch hat.
Die Weine brauchen in aller Regel ein relativ langes Flaschenlager, was ein bisschen den Konsumententrend entgegenläuft, die eigentlich immer sehr schnell trinkbare Weine kaufen wollen. Deswegen tut sich vermutlich die Rebsorte nicht zuletzt aus dem Grund etwas schwer, größere Verbreitung zu finden, weil sie eben nach dem Kaufen erst für mehrere Jahre im Keller liegen muss, damit sie in Hochform auftritt. Und hier dem Wein, den du mir zugeschickt hast, ist auch schon 9 Jahre alt, ne? Also 2011. Ja. Der ist jetzt schon sicherlich ziemlich gut in seinem optimalen Trinkfenster angekommen, aber das spricht eben für die Rebsorte Tanat, dass die wirklich viele Jahre braucht, um gefällig und ihre ganze Stärke ausspielen zu weisen. Ne? Ja, das ist absolut richtig treffend. Du hast auch jetzt die Tür aufgemacht für ein anderes Thema, natürlich neue Welt, alte Welt. Ja. Du sagst zu Recht, also der Unterschied, alles ist in der alten Welt reglementiert. Ja? Man kann ja auch argumentieren, dass es zu viel ist. Also ich muss nur an diese Weinklimazonen denken, wo der einzige von den 13 Anbaugebieten in Deutschland, wie du weißt, Weinklima B ist Baden. Ja. Aber wenn du das Weinland Baden wirklich siehst, es geht von der schweizerischen Grenze, Markgräfler Land, bis fast Würzburg. Ja. So, das heißt, der Teil, der in Würzburg ist, ist Weinklimazone B, aber die Pfalz und alles, was darunter ist, wo er vorbeigelaufen ist, das ist immer noch Weinbauzone. Ja. Und damit siehst du, dass das nicht von einem Weinmensch gemacht ist, sondern von irgendeinem Administrator irgendwo. Und für mich ist hochinteressant im Moment zu beobachten, wir haben alle mit dem Klimawandel zu tun. Ob es uns gefällt oder nicht, es kommt zu Veränderungen. Dieses marginale Klima, die wir in Deutschland hatten, bewegt sich weiterhin nach Norden. Wir haben jetzt in halb England haben wir gute Weine. England hat das Problem mit 60 Millionen Einwohner. Die meisten Premium-Lagen für einen Weinberg ist wahrscheinlich ein Parkplatz bei Tescos oder sowas. Und in Skandinavien haben wir, in alle 4 skandinavischen Länder haben wir auch Weinbau. Aber die Frage stellt sich, wer ist besser? Also wir in Europa schmucken uns immer mit, oh, wir haben seit hunderte von Jahren, und wenn du Spanien, Italien, Frankreich nimmst, das ist so ein hoher Prozentsatz von der ganzen Weltkultur, Weltkompetenz, Weltproduktion und so weiter. In Europa geht einer in seinen Weinberg, guckt sich das an und sagt, schau dir, ich mach das mal an, seit 400 Jahren ist das in meinem Familienbesitz. Der Australier, der Chilener, der Südafrikaner, der geht erstmal raus und sagt, ah, wo können wir hier Wein anbauen? Mhm. So. Und dann versucht er 20 Mal, bis es klappt. Und dann hat er das. Und dann muss man sich fragen, wer ist besser auf die Bedingungen, die der Klimawandel mitbringt, wer ist besser damit umzugehen, die Leute aus der Neuen Welt oder der alten Welt? Ja. Weil eins ist klar, aus warmem Gebiet wird ein heißes Gebiet. Das ist kein Problem, wir hatten immer heißes Gebiet. Aber aus einem heißen Gebiet wird ein sehr heißes Gebiet. Und was passiert dann? Wird es überhaupt rentabel, überhaupt Weinbau anzubieten? Und teilweise die Lösungen, die angeboten sind, sind gar nicht so einfach, wie man wenn man denkt, okay, wir machen dann Bewässerung. Ja, schön. Jeder, der Teenager zu Hause hat, weiß ganz genau, komme ich zum Bett, bringe ich die Playstation, die Pizza und die Cola ans Bett, dann ist das Kind versorgt. Und genauso ist es mit der Rebe. Ne? Wenn ich Bewässerung mache, dann sagt die Rebe, ach schön, ich habe ja alles, was sie braucht. Ne? So, wenn er nicht hat, was er braucht, dann geht er auf die Suche. Und dann haben wir die Weine, die mehr Spaß machen, weil die durch den ganzen Weinberg gehen. Mhm. Und das ist eine interessante Aspekte für mich. Wir waren mit der Sommelier-Union vor ein paar Jahren, zum 40. Jubiläum der Sommelier-Union, waren wir in Burgund. Und wir wurden empfangen von der Präsident oder von der gesamten Weinbauverband des Burgunds. Das war eine ganz, ganz tolle Reise. Wir waren mit 75 Mitgliedern unterwegs, 2 Busse. Oh. Und da ich mit Englisch natürlich ein bisschen mehr reden sollte und so weiter, hat der Präsident mich gefragt, ob ich da ein paar Worte sagen. Und dann habe ich den Präsident von den Franzosen bedankt für seine Gastfreundschaft und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, es ist ja sehr
beeindruckend, was Burgund jetzt über lange, lange Zeit gemacht hat. Im Grunde genommen mit zwei Rebsorten. Chardonnay, Pinot Meunier ist auch dabei, wie du weißt, aber das ist viel weniger. Spielt keine Rolle. Ja, ja, und ich habe ihn gefragt, was ist los jetzt im Zuge der Klimawandel? Worüber reden die Winzer? Was denken sie? Und was meinen sie, was ihre Enkel als Rebsorten ernten werden? Mhm. Ich fand das eine berechtigte Frage mit Absolut. Der jetzigen Situation. So, ja. Was sagt er zu mir? Guckt er mich an, als ob ich vom falschen Planet kommt und sagt, Chardonnay und Pinot Noir? So sieht's aus. Ja? Ja, also dazu, also da hast du recht. Meine Gedanken zu dem Thema sind, und ich spreche das natürlich auch in jedem Seminar an, noch sind wir in einer Phase, denke ich, wo Deutschland profitiert in Bezug auf Weinbau vom Klimawandel, der Klimaerwärmung, weil einfach die Anzahl der guten oder sehr, sehr guten Jahrgänge pro Jahrzehnt hat ordentlich zugenommen. Es gibt gar keine schlechten Jahrgänge mehr die letzten 20 Jahre. Vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber... Guck mal, Nazar, also wenn die weinbaurechtlich Gebiet Mosel, du weißt, es war früher Mosel-Saar-Rüwer, aber wenn man die gesamten Mosel guckt, dann musste man sagen, von der Saar kamen wirklich super, super Weine. Nur in 10 Jahrgänge hatten sie nur 2, die wirklich gut waren. Ja. Heute feiern sie einen super Jahrgang nach dem nächsten. Ja. Also was, was Fakt ist, der Klimawandel wird einen großen Veränderungsdruck auf den Anbau von Wein ausüben. Und da gebe ich dir recht, da haben natürlich die Protagonisten in der neuen Welt einen gewissen Flexibilitätsvorsprung. Die werden sich wahrscheinlich leichter tun, die Anpassungen vorzunehmen. Die werden aber auch in Deutschland oder Frankreich nötig werden. Also zumindest jetzt auf mittelfristiger Sicht in 30 Jahren. Ich hatte ja auch im Zuge der Vorbereitung für ein Seminar mit den Herrn Schulz von der FH Geisenheim gesprochen. Die hatten uns ja damals auch ein interessante Folien gezeigt, welches Temperaturfenster welche Rebsorte hat. Und mit Riesling würden wir ja langsam aber sicher aus dem optimalen Fenster herauslaufen. Und das führt mich einfach dazu, dass es ohne wissenschaftliche Unterstützung nicht möglich sein wird, die Rebsorten so zu halten, wie wir es jetzt gewohnt sind. Und die Weinbauern werden natürlich versuchen, die etablierten Rebsorten so lang wie irgendwie möglich in den Anbaugebieten belassen. Und insofern kann ich die Antwort von dem Burgunder Chef durchaus nachvollziehen, weil die Vorstellung für die, sich umzuorientieren, vielleicht Rebsorten aus dem südlichen Rhontal aufzugreifen, ist natürlich absoluter Super-GAU. Kann durchaus sein, dass das Ende des Burgunds bedeutet, wenn es mal so weit kommen soll. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, wenn die Gedankenspiele noch nicht machen wollen. Guck mal in Bordeaux jetzt. Bordeaux hat schon angefangen, andere Rebsorten zuzulassen. Ja, in Deutschland findet es ja auch statt. Also überleg mal, wir haben jetzt Sauvignon Blanc, gute Sauvignon Blancs. Du weißt, wir haben immer Sauvignon Blanc in 3 Richtungen geschickt. Ne? Entweder gucken wir, ist das der Stil von der Loire, ist das der Stil von Marlborough, ist das der Stil von der Steiermark. Ich behaupte, wir haben jetzt einen 4. Stil, die jetzt auf uns zukommt und die kommt aus Deutschland. Ja, gut, so tief stecke ich da gar nicht. Ich hab ehrlich gesagt nicht wirklich viele Sauvignon Blancs aus Deutschland probiert, weil ich habe es irgendwie nicht so auf dem Radar. Ich war jetzt auch lange Zeit nicht so der große Sauvignon Blanc-Fan. Dann weiß ich, was ich dir demnächst schicke. Ja, genau. Meistens war ich irgendwie auf Österreich gepolt oder Loire eben. Ja. Aber deutsche Sauvignon Blancs hatte ich jetzt wirklich nicht auf dem Radar. Also lass uns nochmal zu dem Wein zurückkommen, den wir jetzt im Glas haben. Aber es ist typisch, wenn man sich über Wein unterhält, man kommt von Hundertste aufs Tausendste. Du hast über die Herstellung gesprochen, über die Region, die Rebsorten, glaube ich, haben wir jetzt auch besprochen. Reserva, ich weiß nicht, ob das ein geschützter Begriff dort ist, aber es heißt... Nee. Also es ist nicht so wie Reserva in Spanien, wo ganz klare weinrechtliche Bedingungen erfüllt werden müssen. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, gerade in Südamerika, wenn ein Winzer Reserva da drauf schreibt, da kannst du davon ausgehen, dass es in Ordnung ist. Ordentlich ist, ja. Ja, genau.
Gut, dann widmen wir uns endlich den Wein. Ich glaube, die Hörer, die haben jetzt auch lang genug drauf gewartet. Gibt es den Wein bei dir aktuell noch im Laden? Ist der bei dir zu beziehen noch? Ja, die ist zu beziehen und zwar auch dieser Jahrgang. Und ja, soll ich ein bisschen Weinbeschreibung machen? Für ja, den Wein? Das mal, ja, genau. Also, ja, du weißt, wir haben, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine vereinfachte Beschreibung, der jeder Nicht-Kollege interessiert. Und dann haben wir die intensivere. Also ich würde sagen, ganz einfach gesagt, ist das ein intensives Rotwein, sehr saftig, mit reife rote Früchte. Für mich hat das wirklich super würzige Anklänge von weißen Pfeffer, Vanille und Kokosnuss. Die Tannine sind wunderbar eingebunden, die sind sehr seidig und immer ein Merkmal für einen guten Wein ist, wenn er lange auf dem Mund bleibt, einen langen Abgang hat. Wenn ich den Wein schon längst geschluckt habe und anderthalb Minuten später ist er immer noch da, dann weißt du, dass du was Tolles gerade getrunken hast. Also für mich ein Top-Rotwein und könnte mit Weine, die doppelt so teuer sind, könnte er einfach mithalten. Wo liegt denn der preislich? Der Preis ist 22,50 Euro. Okay. Ja. Und ordentlich, ja. Ja, ich sag mal so, für Deutschland ist das ein ordentlicher Betrag, deswegen siehst du, was du mir wert bist. Ja, ich habe es schon hier gelesen, als ich es nochmal nachgeschlagen habe, danach gesündester Rotwein. Ich dachte nicht, dass dir meine Gesundheit so am Herzen liegt. Aber ja, ich muss irgendwo hinfliegen. Ich möchte, dass mein Pilot gesund ist. Vielen Dank auf jeden Fall, ja. Also die Beschreibung, also die Aromen kann ich nachvollziehen. Ich würde gerade vielleicht nochmal auf, also für die, die gerade einsteigen in die Weinwelt, ist das, glaube ich, eine sehr griffige und nachvollziehbare Beschreibung. Ja. Und wenn es jetzt zu speziell wird, kann er die Kapitelmarken nutzen, um weiterzuspringen. Von der Optik her würde ich vielleicht da nochmal anfangen. Also das ist ein Rubinrot nach wie vor, obwohl er schon 9 Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Der wässrige Rand ist nicht stark ausgeprägt. Das überrascht aber auch nicht, weil eben Tannat eine sehr farbintensive Rebsorte ist. Und man sieht sogar auch in den Schlieren an dem dünnen Weinfilm an der Innenwand des Glases, selbst die Schlieren sind sogar leicht rötlich eingefärbt. Ja, genau. Ja. Also ist wirklich sehr, sehr farbintensiv und trotzdem ist der Wein sehr transparent. Also es ist ein intensives Rot, Rubinrot, aber ein sehr transparentes. Ja. Und das ist immer wichtig, das sage ich auch in den Seminaren dazu. Man darf sich von der Farbintensität nicht täuschen lassen in Bezug auf die Transparenz des Weines, weil das einfach zwei verschiedene Sachen sind. Es gibt hellere Weine, die aber dunkler erscheinen, weil sie eben nicht so transparent sind wie dieser Wein. Aber wenn ich mir die Flasche so anschaue, sehe ich hier auch schon, wie sich dort die Gerbstoffe in der Flasche abgelagert haben. Ja. Das heißt, die Transparenz ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass der Wein jetzt eben auch schon 8-9 Jahre auf der Flasche gereift ist. Sonst wäre er wahrscheinlich ein bisschen weniger transparent gewesen. Ja. Ja, Nase. Ich fange immer an, erstmal ungeschwenkt rein zu riechen. Und ich finde, du hast das super beschrieben. Also die Kokosnuss, die springt einen wirklich an. Also das ist so für mich diese Kokosmakronen, diese Kokosraspeln, die man zu Weihnachten vielleicht anröstet. Du sagtest, was für ein Holzfass wird da eingesetzt zum Reifen? Amerikanischen Barrique. Weil das ist auch das, wo ich immer sage, wenn man das Gefühl hat, es riecht nach Kokosmakronen oder rösteten Kokosraspeln, ist immer amerikanisches Holz. Genau, und das, so wie in der Rioja, genau. Das wäre jetzt ein Wein, wo man das einfach super intensiv präsentieren kann, was der Unterschied zwischen amerikanischen und französischer Eiche wäre. Ja, genau. Was hast du noch für Früchte? Also es ist Kokos, kommt ja jetzt eher aus dem Holzfass. Ja, genau. Ich habe für Früchte, also auf jeden Fall rote Früchte, also reife Früchte. Ich habe schwarze Johannisbeer, Brombeer, bisschen Vanille, das kommt natürlich auch vom Holz wieder. Und
Ja, es ist wirklich für mich, also ich liebe diese Reife, was er mitbringt. Das ist wirklich so mit verschiedenen, wie heißt es auf Deutsch, Layers, wie heißt das? Ja, Schichten. Schichten, genau. Ja. Ja, solche Weine mag ich gerne, gerade wenn du so vom Kamin bist oder so und dann hast, kannst du dich echt damit ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Ja, also die ein wunderbarer Wein für die Speisebegleitung. Also wenn ich da so einen Schmorbraten habe oder Wild oder so, also das ist echt ein... Ja, Hirsch kann ich mir das sehr gut vorstellen. Oh, absolut. Ja. Ja. Also wenn man es schwenkt, dann kommen die, es ist aber, erlebe ich oft, dass wenn kommen die Fruchtigkeit mehr zum Tragen, da hat es auch so ein bisschen was von Rumrosinen vielleicht. Ja. So, marmeladig ist immer ein bisschen negativ konnotiert, aber auf jeden Fall sind's, ist es ein bisschen eingekocht, ist für mich schon, ja. Ja, also der Engländer würde sagen Jammy, aber im Jammy, ja, das trifft es doch. Ja. 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 Und was schon auffällig ist zu dem Madiran, den ich im Glas hatte im Januar, ist natürlich die Fruchtigkeit ist schon viel, viel anders wie jetzt von dem französischen Original in Anführungszeichen. Also ich würde ihn jetzt schon in der Blindverkostung eindeutig auch in die neue Welt stecken, weil die Intensität, die Fruchtigkeit, die Expressivität des Weines im Glas, wie er herausspringt, ist, würde ich schon auf jeden Fall in die neue Welt stecken. Ja, ja, das würde ich auch unterschreiben. Ja, dann probiere ich ihn jetzt endlich mal, nachdem ich... Oh ja. Ja. Also für mich bringt er alles mit, was wir Profis suchen. Der hat Balance, der hat Konzentration, Komplexität, Länge, Typizität. Es ist alles vorhanden und ist einer meiner Lieblingsweine. Ich trinke den nicht jeden Tag natürlich. Ich trinke auch viele denken, Sommeliers trinken jeden Tag Weine für 50 Euro oder so. So ist es nicht. Glaube ich nicht, nee. Und vor allen Dingen, du musst dich am normalen Preisbereich orientieren, sonst kannst du überhaupt keinen Mensch beraten, wenn du nur teure Weine trinkst. Ja, klar. Ja. Ja. Aber ich finde, also das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel von einem unbekannten Land. Und trotzdem ist es immer noch bezahlbar. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Winzer aus Washington State oder Oregon, ich weiß nicht mehr, von den beiden. Die kommen auf den deutschen Markt. Die hatten sogar einen Master-Sommelier. Du weißt, es gibt ja nur ein paar hundert Master-Sommeliers weltweit. Hat er den Wein beschrieben, gemacht, getan und war alles gut und schön. Dann habe ich gesagt, okay. Die haben gesagt, wir wollen jetzt unbedingt in Deutschland was machen. Dann habe ich gesagt, was kostet der Wein, Endverbraucher? 50 Euro. Dann habe ich gesagt, Pinot Noir für 50 Euro in Deutschland von einem unbekannten Region, egal wie gut wir Profis wissen, was das für tolle Weine sind, das wird schwierig sein. Wird schwieriger. Ja. Ja, im Einzelhandel gibt es halt zwei Schallmauern, das sind einmal 5 und einmal 10 Euro. Ja, genau. Und jenseits von 10 Euro wird es mengenmäßig einfach ultra dünn. Und ich würde mal sagen, jenseits von 30 Euro fängt bei mir immer in der Beschreibung so ein bisschen die Freak-Zone an. Dann, ja, genau. Aber gut, da zähle ich mich mittlerweile selber dazu. Zu kosten. Ja, also vom Gaumen her, was als erstes auffällt, ist einfach das die Tanninstruktur. Der Wein hat, wie man es von der Rebsorte her erwarten muss, kräftige Tannine, die greifen ordentlich noch zu, selbst nach 9 Jahren. Man muss sie auch mal eintrinken. Ich sage immer, der allererste Schluck Wein am Tag, auch wenn es jetzt 10:30 ist, ist ein bisschen außer Konkurrenz, weil die Mundflora sich einfach ein bisschen dran gewöhnen muss an den Wein. Ja. Aber deswegen habe ich jetzt 2-3 Mal probiert und da wird es gefälliger. Aber die Tannine sind auf jeden Fall sehr spürbar, zupackend. Ja, der hat noch Potenzial natürlich. Der hat noch Potenzial. Ich würde es aber gar nicht als unangenehm beschreiben, sondern eher als typisch für diese Rebsorte. Und das finde ich, das ist ja das A und O beim Wein jetzt immer um Typizität. Richtig, ja. Und die sind spürbar, aber sehr gut, sehr samtig, gut integriert, schön ausgebaut, schön gereift, macht
wirklich Freude, den Wein zu trinken. Er wirkt überhaupt nicht unreif oder zu jung oder sonst irgendwas. Ja, genau. Ganz im Gegenteil. Also man merkt, es ist viel Grip da. Ich würde es tatsächlich mal mit Grip beschreiben im Mund. Ja. Es hinterlässt auch eine gewisse Rauigkeit im Mund. Eben, das sind die kräftigen Tannine, die vom Tannat kommen. Ja. Das ist schon echt toll. Ja. Ja, der macht richtig Spaß. Also das trinkt er nicht so oft, weil es soll eine Besonderheit sein, aber wenn, dann. Die Säure ist sensorisch zumindest eher ein bisschen zurückhaltend. Ich denke, der Wein hat auch ein bisschen Restzucker wahrscheinlich, oder? Du hast es richtig erkannt. Also die Säure ist eigentlich die Säure ist eigentlich uppig. Ist da, ja, klar. Ja, aber der Restzucker, ja gut, für einen Rotwein, also der liegt bei 3,5 ungefähr, 3,5 Gramm pro Liter. Ja, so. Was aber spürbar. Per se nicht so hoch ist, aber für einen Rotwein ist das schon in Ordnung. Mhm. Und dieser Ausgleich hier, Säure, Alkohol und Restzucker, ja. Ja, genau, also die Balance zwischen Säure und Zucker ist hier wirklich sehr gefällig. Ja. Also der Wein wirkt trotz 14%, glaube ich, habe ich gelesen auf der Rückseite, 13,9, ja, genau. Ja, sagen wir 14. So, glaube ich. 13,9 steht hier drauf. Genau. Ja. Also sagen wir mal 14. Ja. Dafür wirkt der Wein eher schlank, elegant. Ja, also, im Vergleich zu anderen Weine mit der Alkohol, ja. Also keine so eine holzige Wuchtbrumme, ja, die einen da aus den Schuhen raushaut. Das ist schon, ja, wie du schon sagst, einfach großes Weinkino, weil er einfach viel mitbringt, aber halt nicht plump oder barock daherkommt, sondern schon auch eben die Fruchtigkeit der neuen Welt für mich widerspiegelt mit einem ordentlichen Portion Holzfassausbau. Es ist schon von allem sehr, sehr viel da, aber ich würde jetzt nicht sagen, er ist jetzt überfrachtet mit irgendwas. Er ist genau, wie es du gesagt hast, Balance ist hier bei allen Kriterien eigentlich festzustellen. Ja, und vor allen Dingen, also für mich ist das ein bisschen so wie ein Orchesterwein, weißt du? Du hast die gesamten verschiedenen Bereiche der Musikinstrumente. Und jeder macht so sein Ding und teilweise sind sie laut oder leise, aber irgendwie das Gesamtpaket ist stimmig. Ja. Ja. Die Länge. Ja. Also hinten lag der Wein, klar, mit so viel Tanninen bleibt er lange im Mund haften und der Abgang ist zunächst auch fruchtig. Und je länger der Wein dann aus dem Mund raus ist, desto mehr treten dann die Tanninen nochmal im Vordergrund. Also hat schon einen sehr langen Abgang, gar keine Frage. Ich kann mir auch tatsächlich gut als Essensbegleiter vorstellen. Also das. Absolut, ja. Standalone macht da auch einen gute Figur. Aber ich würde ihn wahrscheinlich als Essensbegleiter, also wenn ich da jetzt an so, ich habe jetzt kenne jetzt kein Fleisch aus Uruguay, aber zum argentinischen Steak, denke ich, würde das schon ganz gut passen mit so einer Cranberry-Soße oder irgendwie in die Richtung, mit so Asperigen. Ja. Vielleicht auch so eine Madagaskar-Soße sogar auch mit so Pfeffer. Wenn du so ein argentinisches Asado oder sowas machst, also dann ist das mit Sicherheit ein guter Begleiter. Ja, super. Ja. Ich werde den Wein dann auch in meiner Episodenübersicht natürlich erwähnen und auf der Homepage findet ihr den Link direkt zum Wein quasi in Stephens Online-Shop, wenn ihr den dann bei ihm bestellt. Ich kann es empfehlen. Also der Wein ist sicherlich für den einen oder anderen eine Investition. Ich gebe da an Steven recht. 22 Euro ist auch für mich jetzt kein Alltagswein. Nee. Definitiv nicht. Aber das ist schon ein Wein, der sein Geld wert ist. Also das kann man auf alle Fälle sagen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Trotz des absolut gesehen nicht geringen Preises stimmt es trotzdem. Ja. Also man kriegt für sein Geld, kriegt man bei dem Wein auf jeden Fall was. Ja. Ja. Was denkst du, wie lange der noch durchhält auf der Flasche? Also für mich
für mich fängt er erst jetzt an, erwachsen zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass er über die nächsten 5 bis 8 Jahre auf eine gute Höhe bleibt. Und danach wird er sich dann langsam abbauen. Ja, das heißt 2028. Ja. 27, sowas, ja. Genau. Haben dir die Winzer da irgendwas dazu gesagt? Haben die Erfahrung? Weil so lange bauen die ihn ja selber noch gar nicht an. Nee, das stimmt. Ich habe sie nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ja, das ist immer so eine meiner Lieblingsfragen, ja. Man dann immer relativ schnell merkt, ob man jetzt in dem Verkostungsraum an eine Hilfskraft geraten ist oder Weinen auskennt, wie lang das Potenzial des Weines ist. Aber klar, ich meine, man merkt es, der Wein hat Struktur, Substanz, da ist Potenzial noch da. Selbst nach vermeintlich langen 9 Jahren wirkt der Wein, hat er schon noch einen Weg vor sich. Also 5 Jahre hätte ich ihn jetzt auf alle Fälle auch noch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es kommt drauf an, ich meine, du weißt das selber, ne? Also wenn wir jemanden haben wie unser Kollege Roman, der tertiäre Noten im Wein mag, also reife Töne, ja, dann kann der Wein nicht alt genug sein. Und andere sagen, ey, ich muss unbedingt ein junger Wein mit der Fruchtigkeit im Vordergrund haben. Ist alles vorhanden. Aber der Wein selber von der Qualität her gibt mit Sicherheit noch 5 bis 8 Jahre, denke ich mal. Ja. Gut. Würdest du sagen, wir haben noch irgendwas vergessen, was du noch loswerden möchtest? Nee. Ich bedanke mich bei dir nochmal sehr herzlich für die Weinspende und deine Zeit vor allem. Und hoffe, dass wir irgendwann mal auch wieder in der Realität irgendwo auf der Weinwelt aufeinandertreffen. Die Probwein ist leider abgesagt worden dieses Jahr. Da wäre es vielleicht eine Gelegenheit gewesen, aber vielleicht haben wir ja nächstes Jahr dann nochmal. Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Also du bist eine der Kollegen, die ich am meisten schätze und ich bin gerne dabei. Und ich habe immer gerne mit dir über Wein philosophiert, sei es in Geisenheim oder einfach jetzt hier. Und hat Spaß gemacht und immer wieder gerne. Dankeschön, Steven. Bis zum nächsten Mal. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Schon wieder in Anführungszeichen. Wir bewegen uns ja schon Richtung 2 Stunden. Deswegen möchte ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit, Treue und auch bei diesen längeren Episoden für eure Ausdauer bedanken und wie immer am Schluss noch der Ausblick und die Vorstellung der Weine für die nächste Episode, die dann WVLG 31 am 19.09.2020 sein wird, wo wir eben mit dem neuen großen Themenblock Weine aus deutschsprachigen Anbaugebieten beginnen werden und wie es natürlich nicht anders sein kann und sich auch ein Stück weit gehört, fangen wir in Deutschland an und ich möchte mit 2 ganz klassischen deutschen Weinen beginnen. Zum einen wird es eine Julius Spital Scheurebe aus dem Jahr 2017 zu verkosten geben. Die Scheurebe vielleicht neben dem Riesling die deutscheste weiße Rebe überhaupt. Und dann natürlich noch aus der Mosel ein ganz klassischer Vertreter, der unser Aushängeschild weltweit quasi ist. Eine Riesling-Auslese aus dem Jahr 2016, halbtrocken ausgebaut von dem Weingut Tanisch. Die Scheurebe ist augenblicklich nicht in meinem Shop zu erstehen, deswegen, wenn ihr die Verkostung mitmachen wollt, sucht euch einfach eine trocken ausgebaute Scheurebe von einem beliebigen Winzer, vielleicht aus Franken, wenn es klappt, damit wir zumindest in derselben Region sind. Aber die Scheurebe ist ähnlich wie der Riesling eine Bouquet-Rebsorte, soll heißen, sie hat einen sehr starken eigenen Geschmack oder ein intensives Aroma, sodass es jetzt für unsere Zwecke gar nicht so sehr auf den exakt selben Wein ankommt, sondern es geht einfach darum, eine Scheurebe mal zu probieren und sie dann zu mögen oder nicht. Das ist schon, sind schon Weine, die vielleicht ein bisschen polarisieren durch die ausgeprägte Primärfrucht. Aber lasst euch einfach selber überraschen, wie diese
sehr interessante, intensive und komplexe Rebsorte euch schmecken wird. Und für den Moselriesling gilt eigentlich fast das Gleiche. Die unterscheiden sich natürlich schon sehr stark von der Lage und dem Hersteller. Aber es geht mir auch hier an dieser Stelle darum, einen eher klassischen Vertreter, der dann für seine Mitbewerber einfach stehen muss. Und insofern ist ein Riesling Auslese, halbtrocken ausgebaut vom Schiefer, ein gut genuger Ersatz, wenn ihr diesen Wein bei mir im Weinshop nicht direkt kaufen möchtet. Ja, dann nochmal den Aufruf, wer in Zukunft sich mit mir auf der neuen Chatplattform Throne austauschen möchte und mit anderen Hörern in Kontakt treten möchte, nutzt die Gelegenheit. Bis auf Weiteres möchte ich den Zugang dahin kostenlos gestalten. Wer teilnehmen möchte, meldet sich einfach bei mir. Dann schicke ich euch den Registrierungslink und ihr müsst dann einfach auf eurem Smartphone die Throne-App runterladen und das dürfte dann die Kommunikation untereinander und mit mir zusammen deutlich vereinfachen und wir schauen einfach, wie das angenommen wird. Und wenn es nicht funktioniert, dann überlege ich mir nochmal was Neues. Und zum Erscheinen dieses Podcasts, dieser Ausgabe, wird dann wahrscheinlich auch schon die neue Facebook-Gruppe online sein. Weinverstehen leicht gemacht, wo ich eben dann die Hörer und Schüler von den Online-Weinkursen und meinen Podcast zusammen auf einer Plattform zusammenführen möchte, sodass wir dort dann auch eine öffentliche Gruppe zum intensiven Austausch und für Updates, News und Angebote in Zukunft dann benutzen können. Ansonsten gilt wie immer für euch, meldet euch bei mir, stellt mir Fragen. In Kürze bei der nächsten Folge wird es dann auch wieder ein kleines Quiz geben, eine Hörerfrage. Und eure anderen Fragen könnt ihr mir natürlich wie immer zuschicken. Das ist jetzt in Corona-Zeiten etwas hinten runtergefallen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch wieder ein paar Fragen stellen würdet. Das soll es gewesen sein von dieser Seite. Wir hören uns wieder am 19.09. und damit verabschiede ich mich mit genussreichen Grüßen aus München. Ciao, Servus, euer Florian.